Uhr 40 ungefähr. Und ja, ich mache die Nacht durch, um meinen Schlafrhythmus einigermaßen einzupegeln. Und wer ist hier außer der einzig wahre? Mr. Augenringmann. Lull. Der Mann hat massive Augenringe, aber einen viel massiveren Lull. Naja, also ich versuche jetzt den Morgen ein bisschen hier standesgemäß einzuleiten mit dem kleinen Feuerwerk. Stimmt's? Ja. Du machst dich echt alle. Was denn? Das ist. Ach so, das sind. Na nee, das ist natürlich legal. Also um 12, wenn schon Silvester gefühlt ausfallen wird. Ich bin sehr gespannt, wie viele von euch jetzt am Start sind. Es ist wirklich Montag, morgen 5.44 Uhr jetzt sogar. Und ja, wurde auch nicht angekündigt oder so. Eine ganz entspannte Runde am Morgen. Und ja, wir haben absolut kein Leben. Das ist wirklich, mehr sage ich dazu mal nicht. Junge, Alter, Skurix, schönen guten Uterus, Alter. Junge, Skurix. Er ist einfach da, 5.44 Uhr am Stissel, Alter. Dafür direkt... Ein Wunderkerl. Oh, nee. Nee, das war jetzt doch, war, nee. Stabile Winterkerze, Bre. Oh nee! Nee! Der Apfel war schon nicht feucht gelagert! Nee, ist das unangenehm! Jo, Alter! Wisst ihr mich? Ja, ja geil! Ja, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen! Es freut mich, dass ihr so zahlreich. Aua, verdammt! Mann! Starke Leistung! Also, nee. Man sieht, du hast das Stream nicht verlernt! Leck mich am Arsch! Ah. Junge! Es soll einfach nicht. Oh. Hä? Yo! Alter, ich hab den Kick gekauft vor allem. Eigentlich für Halloween. Kick? Die Sektion. Ja, wirklich ein Kick. Es gibt momentan nicht überall Feuerwerk, deswegen. Habt ihr was vor, oder? Nee! Wir demonstrieren hier einfach nur für Tierschutz. Also, ja, also ein Nein, das ist doch jetzt nicht, bitte, das kann jeder nicht. Jetzt ist das ausgegangen. Ja. Das brennt nur zur Hälfte. Das ist komplett aus, Alter. So eine Affenscheiße. Ja, der Rest ist einfach nur zum Halten. Hab noch nicht geschlafen und saufen mich jetzt vor der Arbeit noch voll. Baba, Bruder. Ehre. So muss Baba das. Plan. Da bist du einer von vielen wahrscheinlich. Junge. Alter. Ey, dieses Kickfeuerwerk. Für Kinder. Bruder. Ja. Warum auch immer, ich hab nie das. Schönen guten Morgen! Die Sektion Frühschicht wird heute massiv viel gestört. Beim ganz normalen Alltag. Alter, Obi-Laden, Inken-Obi, was zum Geier. Danke für 333 Diamanten. Vielen Arsch. Da wird man doch gerne motiviert in die Frühschicht rein. Komm, wir leiten das Wochenende entspannt aus. Ich sehe gar nichts, Alter. Au! Fuck. Junge, wisst ihr, wie heiß das ist und wie hell? Ich sehe nichts. Ich bin komplett blind, Alter. Oh, fuck. Scheiße. Naja. Also, das ist die pure Lebensfreude. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Man macht das Beste aus einem Montagmorgen. Jo! Chill, Bro! Das ist weg, ey! Das ist ja, das ist schon wirklich. Das ist übrigens die Elite des Kampfes hier, also. Der Widerstand. Ja! Stell dir vor, du schaust aus deinem Fenster und siehst das, Alter! Da chillen wieder ein paar wahnsinnige. Vielen Arsch für die fachgerechte Entsorgung, Bre. Ja, klar, ja, logisch. Also, ich habe übrigens jetzt mein anderes Gimbal am Start, ich hoffe, das funktioniert alles. Ich denke schon, jetzt ist wenigstens dieses Gimbal-Teil nicht im Weg. Yeah. Das ist jetzt wirklich so, dass das Bild komplett frei von Stabilisierungsgeräten ist. Das macht mich schon wirklich sehr stolz. Ja. Oh Junge, ich kann echt kaum was auf dem Display. Junge, als ob hier gerade 224 Leute dabei sind. Yeah. Warum ist man jetzt wach und auf Twitch? Ja, ich vermute mal, entweder sind das die Frühschichtler, die Nachtschichtler, die Leute. Ordnest du hier gerade Menschen in Kategorien? Das geht gar nicht.
Bro, ich wollte gerade schlafen gehen. Ach, ich lass es einfach zum Einschlafen laufen auf kleiner Lautstärke, Bre. Fuck, jetzt habe ich meine Windschütze vergessen. Scheiße, Mann! Verdammt! Komm! Den Wind! Ich kann nichts auf dem Display erkennen. Meine Augen. Ich fuck, wie dumm kann man eigentlich sein? Good Kid Mad City, danke für den. Boah, Alter, für den 7. Monat. Einfach nur schön. Nee, dann ist nicht schön, Alter. Boah, ich habe so richtig so gelbe Lichter im Zentrum meines Sehens. Alter, da liegt jemand, oder? Links, oder? Liegt da jemand? Da. Ach so, das ist der schläft hier. Ich dachte, das ist eine außergewöhnliche Fügung des Schicksals. Boah, Alter, hab ich mal versucht auf kleiner Lautstärke, aber wie du brüllst und immer wieder wach. Oh ja, gut, das verstehe ich natürlich, geliebter Onkel. Das ist verständlich. Oh, wann macht denn der Weihnachtsmarkt eigentlich auf? Gar nicht. Ah, das ist alles umsonst aufgebaut. Oh, mega lul. Und? RIP! Wasted! Nee, das ist absolut unlustig, wirklich. Ja, Mann, ey. Das macht mich depressiv. Zum Morgen, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Oh, Merkels Steine stehen trotzdem da. Das Lego ist da. Das ist schön. Das ist wirklich sehr erfreulich. Junge. Hagebutten. Du bist doch safe nicht nüchtern. Naja, also wer 5.50 Uhr wach ist, ich sag's mal so, da kickt einfach das gute Leben rein. Da braucht man kein Alkohol oder Drogen. Da ist man einfach so gut drauf. Na, logisch. Morgenstund und so, hat Gold im Mund oder so nicht? Morgenstund hat meistens Jarak im Mund. Oder miesen, fauligen Geruch. Naja. Oder irgendein Wurm, ach nee, Moment, das war doch früher voll. Das heißt Wintermarkt, nee, es heißt leider geschlossen Markt. Heißt leider gar kein Markt. Ja, das, ich dachte, der LKW fährt ja durch, aber zum Glück lagen da die Steine, also. Ja, das. Die Lieferwege sind jetzt wirklich hervorragend. Hä, wieso kommt man hier noch ran? Wie da? Ach so! Da ist ja mal. Ah, okay. Ich hoffe mal, dass da kein Unfall oder sowas passiert, weil der Krankenwagen da schwer rankommt, aber naja, gut. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Alter, jeder einzelne Mülleimer einfach komplett neu gestaltet. Muss ich echt mal Props geben? Wild. Also wirklich jeder einzelne Mülleimer, wo wir gerade lang gelaufen sind. Das ist schön, wenn die Stadt repräsentiert wird. Ich möchte eure Schläuche leeren. Skurix, das ist nachvollziehbar. Also der Mann hat heute Nacht erst erzählt, dass er eine Überproduktion von Erbgut hat. Also wie soll ich das ausdrücken? Ich will den genauen Wortlaut jetzt möglichst ungern zitieren, aber was da an Suppe rausläuft scheinbar, also ist krass. Alter, hier sind einfach nur Leute im Zara. Ja, die müssen... Guten Morgen! Haben Sie Zeit und Lust auf ein Interview? Nee, dann schönen Abend noch. Ja, es geht um... Ach, egal. Nee, das doch nicht, hör's auf. Zum Thema Corona oder was? Die Leute im Zara sind, die müssen arbeiten. Die machen um 8, 9 auf oder so. Und deswegen sind die vor um 6 im Laden. Die Ware muss angenommen werden, dann präsentiert werden entsprechend ansehnlich. Krass. Da stehen die früh auf. Oder sind die Reinigungskräfte? Nee, ich musste damals 5:30 da sein. Wenn ich einen Backshop hatte, 4:50. Das ist ja verständlich, aber die Sachen muss man nicht erst aufbacken jeden Tag, oder? Ja. Als ob hier schon Licht brennt. Die ganze Nacht. Die machen einfach in über 4 Stunden auf. Ja, das Licht muss schon mal an sein, damit es. Ja, logisch, selbstverständlich. Die Halogenlampen müssen warm fahren. Ja. 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 Zum Schutz unserer Umwelt. Ja, das. Alter, einfach jeder Mülleimer. Ja. Junge, was war denn das für eine krasse Aktion, das alles zu bekleben? Heftig. Einfach jeder Mülleimer von mindestens 40 Aufklebern so gefühlt. Alter. Ja, gut. Bitte beim Ibis Fenster einwerfen. Junge, dieses Bitte dazu. Also, was soll denn das? Kann man ja gar nicht. Ja, sein. Wenn er Bitte sagt, dann ja. Dann muss man das definitiv tun. Die Höflichkeit gebietet uns... Einbrecher abschrecken. Okay, ja, das ist. Da ist prinzipiell was dran. In den Laden, wo Licht an ist, würde ich jetzt auch nicht unbedingt reingehen. Oh, ist ja die Ampel noch aus. Sie sehen sehr gut aus. Ach, naja, Mann.
Die Zeit hat keiner Bock auf eine Frage. Hättest du Bock, wenn du jetzt von irgendeiner miesen Studentenparty kommen würdest? Der Mann sah nicht so aus. Oder auf dem Weg zur Arbeit wärst, mit irgendwelchen zwei Vollidioten ein Interview zu führen? Ja, der eine hat einen Gimbal. Und der andere hat ein Barett, selbstverständlich. Also, meine Erfahrung mit einem Gimbal ist einfach nur, dass Leute an mir vorbeifahren und sagen, haha, du Loser. Also, natürlich. Bei mir sagen sie am besten schlimmere Dinge. Ja. Hier geht niemand fremd im Chat, bitte nicht. Treu bleiben ist immer besser, grundsätzlich. Kieskau, schönen guten Morgen. Was zum Geier? 97er, danke für den 16 Monats. Statement zur Ansage vom Käseberg gegen dich. Naja, wie soll ich sagen? Also, schickt mir Rettich. Also kurz gefasst, er soll ins Oktagon kommen. Real Talk, Shinui hat mir einfach empfohlen, dem Mann Brot irgendwie wie Quark und einen Rettich mitzubringen, weil er sich angeblich genau diese Sachen gewünscht hat. Und ich habe diese Sachen dann gekauft und die mitgebracht. Und im Nachhinein kriege ich deswegen eine Ansage. Also, Shinui, mein Guter. Ja. Der hat dich mies getrollt. Ja, ich glaube, das war so eine richtige Trollaktion. Dann hatte ich auch noch dieses türkisfarbene Powerade mit. Also, ja. Volles Programm, würde ich mal sagen. Volles Programm. Wann rufst du beim Schradien an? Junge, Meister August kommt hier einfach um 5.54 Uhr rein. Alter, was ist denn los? Der muss wahrscheinlich in 20 Minuten zur Uni oder so. Zur Uni, der war gut. Momentan, vor allem. Also an den Rechner und... Warum? Um 6 Uhr morgens, Alter. Es gibt also Unterricht, der entsprechend früh anfängt. Um 6? Ja, ich bin um 6. Na gut, der Mann muss erstmal seine Dauerwelle reinmachen. Manche brauchen eine Weile, bis sie fertig sind. Ja gut. Die früheste Stunde bei mir hat 6.30 Uhr oder so angefangen. Gut. Also, seid ihr auf dem Weg zur Arbeit? Kieskauer, ja, mein Guter. Nee. Wir sind auf dem Weg zum Arbeitsamt. Es öffnet um 8. Ludi Star! Arbeitsamt hat seine Konto gewiesen! Oh, Junge, meine Stimme ist noch nie ready, Alter. Oh. Woo! Ja, mal angucken auf jeden Fall, bevor ja alles weggeräumt wird. Yeah, ich glaube, wir kommen gar nicht rauf. Wir sind komplett mit Bauzaun umstellt. TXMox, danke für die Diamanten. Vielen Master. Max, dir auch für den Bit, danke. Gott segne euch. So viel Gönnung zum frühen Morgen hier. Kap! Ich dachte, der Sergeant wäre schlafen. Ey, Sophia, guten Morgen. Sophia, warum wird nicht schlafen? Galul. Ich hoffe, die Sperren bleiben trotzdem stehen. Oh nein! Es ist weg. Nein! Ja. Du warst zu lange in Bre, ein viel gefragtes Haus. Nein, Alter. Das ging ja komplett an mir vorbei. Ist es bekannt, wer das gekauft hat? Oh nee! Oh fuck, wir haben echt zu lange gequatscht und keiner hat gehandelt. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur entfernt wurde. War nicht verkauft. Ja, das ist gut möglich, dass, ja. Was die Stadt gesagt hat, nee, war bestimmt Frist irgendwie. Hier, oder? Nee, da, genau auf dieser Stelle. Also, wer jetzt nicht weiß, um was es geht. Der Schlüsselgartenmarkt ist zugänglich. Wer jetzt nicht weiß, um was es geht, es geht um diese kleine Lottohütte. Hier sieht man noch den Abdruck, weil es hier gefühlt 10 Jahre stand. Die wurde jetzt verkauft für 150 Euro. Das Problem war, dass die halt von der Größe und Gewicht, ja, nur Abholung und so, das war ein bisschen sehr schwierig. Der Schänder und ich, wir wollten die eigentlich haben. Aber ja, scheinbar wurde die jetzt entweder vernichtet oder verkauft und wir waren zu langsam. Das ärgert mich ehrlich gesagt sehr. Verdammt nochmal. Ach, scheiße. Naja, jedes Stück Zeit geht mal vorüber. Also hier ist kein Bauzaun. Das ist das Ding nicht, aber das gefällt mir auch. Ich würde es nehmen. Doch kein Poster verkauft bei dir. Ja, Mann, Alter, so genau sowas hätte man da machen können. Da würde ich mich, hätte ich mich jeden Freitag reingestellt so und einfach so Freibier ausgeschenkt oder sowas. Das wäre so geil gewesen, Alter. Ach, Mann. Naja, schade. Das ist übrigens der traditionsreichsten Weihnachts-Wintermärkte. Deutschlands. Ich glaube, nach dem Nürnberg ist das der älteste. Theoretisch. Wenn ich richtig informiert bin. Ja gut, wird nicht lückenlos offen sein über die 570 Jahre oder was das sind. Ja. Hat der KFC schon auf? Interessierende Statistik.
wie viele Tage am Stück, beziehungsweise Jahre am Stück und wie viele Ausfälle dieser Markt schon hatte. Nee, das war letztes Jahr der erste. Das will ich ganz genau. 500, 573 Jahre, glaube ich, am Stück. War das 500? Nee, warte mal, 500 nicht. Oder warte mal, weiß das jemand? Oder 574? Oh, quatsch, ich hier gerade Blödsinn. Das kommt mir gerade irgendwie in meinem übermüdeten Kopf so lange vor. 587? Hä, hey, doch echt so lange? 587! Sorry. Das, ja, mein Kleidungsstil. Nach müde kommt doof oder so. Ich sag sie. Der KFC macht doch, ich schätze mal, 9:30, oder? Oder um 10. Früher lohnt sich das doch nicht, in Dresden KFC zu öffnen. Krass, dass es hier offen ist. Die Stände sind alle gefüllt übrigens mit Ware. Doch, die haben schon befüllt und geliefert. Die sollten doch heute öffnen. Nee, Quatsch. Am 15. oder 17. sollen die planmäßig öffnen. Und das wurde nur ausgesetzt wegen Freitag. Gelehrt haben und. Nee, mein Vater hat mir auch mal darüber gesprochen am Wochenende, das geliebte Vieh. Der kennt nämlich ihn, der so Erzgebirgisches irgendwie anbietet, hat er gesagt. Und die haben schon alles gekauft, bezahlt und drin. Also. Jeder einzelne, also 50.000 oder so war das in dem betreffenden Dings. Schon bestimmt eine feine Sache. Also, da freust du dich richtig über so eine Nachricht. Ja, gerade wenn das letzte Jahr kein einziger Cent eingenommen wurde. Oh, da liegt scheinbar schon der erste Verdienst des Tages. Feldschlösschen, wenn ich nicht irre. Ich muss losarbeiten, warum auch immer. Das ist zum frühen Morgen keine Seltenheit, geliebter Onkel. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Schicht. Ich hoffe, sie endet früh. Aufgrund eines Feueralarms, der natürlich ins Leere führt, weil nichts passiert ist und nur irgendein völlig übermüdeter Mitarbeiter sich an den Alarmknopf gelehnt hat. Also es ist auf jeden Fall Zeit, mal hier guten Morgen zu sagen, oder? Der Baum muss weg. Komm! Es ist Punkt 6, ja. Punkt genau 6 Uhr, der Baum muss weg. Nee. Stimmt, also eigentlich ist es noch schlimmer, wenn du einen Lebensmittelstand hast, weil die Sachen kannst du dann wegschmeißen. Ja. Weil du kannst die ja definitiv nicht irgendwie verkaufen. Na, für alle Sachen, die sie nicht zum Weihnachten geht. Auch wenn du Glühwein gekauft hast, so 1000 Liter, was weiß ich. Ich glaube, ist es für Leute, die generell so weihnachtliche Sachen machen. Ja, aber den Stollen, das ganze Zeug, Junge, das musst du dann alles. Oh nee, das tut richtig weh, daran zu denken irgendwie. Ich will ja gar nicht wissen, was das kostet, so einen Stand hierher zu bringen. Boah, das ist alles so. Mann. Das ganze Jahr quasi nur davon leben. Ja, super. Naja, was soll's. Alter, Junge, war das schon immer so heftig hier? Alter. Sicherheitskonzept muss ja auch auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und das alles wegen diesem Anis Fercici in dem LKW? Niri, bitte. Was verwechsel ich da was? Ach nee, das war der Shindy, oder? Kappa. 1000 Liter Glühwein ist ein ganz normaler Dienstag. 800 Kilogramm gebrannte Mandeln ins Mastvieh. Junge, ja, Junge, stell dir vor, du hast 800 Gramm Mandeln vorbestellt und die sitzt jetzt auf dieser Masse. Du ernährst dich das ganze Jahr von Mandeln. Junge. Honki, bitte klären Sie uns auf. Bitte erleuchten Sie uns alle. Dankeschön. Würde ich mich sehr darüber freuen. Schaut bitte nochmal auf die Nummer am Schwibbogen, ja? Müssen ja. Ja, 587, du hast recht, Alter. Aber es ist ein Hoch auf diesen Mann. 587. Da kommt die Security. Ja, die Security. Wir sollten flüchten. Wieso? Der Mann hat einen Schäferhund und der wird uns beißen. Nein, das ist prinzipiell nicht das Ziel eines Hundes. Ja, aber vielleicht das Ziel des Mannes. Ich glaube auch nicht, dass der uns böse gesinnt ist, weil wir haben ja nicht vor, irgendwas zu kaufen. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, irgendwas zu kaufen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Muss der Baum wieder weg? Ich vermute mal, der Baum bleibt. Also wenn die den Baum verbieten würden, hier zu stehen, das wäre dann schon heftig. Also, ja. Naja, es könnte ja Grund sein, für Leute sich zu versammeln, also. Junge, Alter, du hast mir den Tag jetzt schon gemacht, Alter, Murmel. Haben Sie senile Bettflucht? Das ist so ziemlich der geilste Begriff, den es gibt. Wenn man alle halbe Stunde pissen muss, ist das, glaube ich.
Das ist, wenn du deine, wenn deine Blasen nicht mehr im Griff hast und dann ständig aufstehen musst. Senil-Bettflucht. Wenn du einfach vergisst, dass du im Bett warst. Also technisch gesehen ist das jetzt hier offen, oder? Nein. Warum nicht? Weil es, ach nee, Moment, das ist der Aufzug, oder? Da gibt es einen Aufzug. Also wenn das jetzt hier geschlossen wäre, dann wäre es geschlossen, aber das ist ja offen, da kann ich ja mal reingehen. Wie wird das neue Rammstein-Album heißen? Ich hoffe mal Meister August. Also ich habe nur die Artikel gelesen bei Rolling Stone und so. Da wurde, glaube ich, nichts weiteres bekannt gegeben. Junge, ich hoffe, es gibt einen Ausverkauf von diesem Glühwein. Der sieht sehr schmackhaft aus. Naja. Was ist, wenn man unkontrolliert coatet? Oh, das kommt drauf an, ob das eben gefällt oder ob man damit ein Problem hat. Das ist so eine Ansichtssache, würde ich mal sagen. Hast du schon mal unkontrolliert gecoatet? Allgemein versuche ich das Ganze zu kontrollieren. Ich versuche es auch. Mir gelingt es auch in mindestens der Hälfte der Fälle. Junge, um diese Uhrzeit, ich komme im Strahl. Ich komme im Strahl, dass fast 260 von euch hier sind um 6.04 Uhr. Das macht mich wirklich alle. Ich würde gerne alle nie arbeiten oder gehen jetzt erst schlafen. Oder? Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, seid ihr schon oder noch wach? Würde mich mal interessieren. Bitte klingelt den Onkel aus dem Bett, Junge, der Mann, der ist da 5 Tage wach wegen der Meth. Da, Kappa! Kappa, Kappa. Schon noch? Feierabend, noch, schon? Schon? Noch, schon? Also ich würde mal sagen 50-50. Viel interessanter ist, glaube ich, die Frage, wer wurde von der Benachrichtigung... Das ist ein massiver Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Und diese Linientürung, aber egal. Viel interessanter ist, glaube ich, die Frage, wer wurde von der Benachrichtigung, dass der gute Herr live ist, geweckt? Das gibt's mit Ton? Wenn du die Benachrichtigung anhast auf dem Handy und den Ton anhast? Alter, bing! Bing! Also wer Benachrichtigung anhat, ist ja schon nicht ganz dicht. Und wer dann noch einen Ton anhat, Bro! Also, sorry, aber das ist ja für mich absoluter Albtraum. Du greifst panisch nach dem Handy. Denkst, das ist irgendwas Wichtiges von der Arbeit oder so? Guckst drauf. Ey, ist ja wirklich was Wichtiges. Der Adler ist live. Die Nase ist man immer wach. Auf Nase ist man immer wach. Ah. Die Benachrichtigung war ein trügerisches Lockangebot. Yeah. Du wirst dein gesamtes Geld verlieren, wenn du hier lange zuschaust. Statement zu Sascha Lobo. Ja, also der Mann wirkt eng und ich würde definitiv mal eine Nacht mit ihm in dem Sauna-Club verbringen wollen. Mehr habe ich diesbezüglich nicht zu äußern. Ich habe nur 2 seiner Kolumnen gelesen. Ich kann nicht lesen. Ich hab gerade so innerlich gesagt, bitte hau jetzt nichts Schlimmes raus. Und dann einfach nur, ich kann nicht lesen, geil. Wieso denkst du innerlich, bitte hau nichts Schlimmes raus? Ob ich etwas Schlimmes raushauen würde. Nein, der Sergeant ist der Inbegriff von Political Correctness. Yeah. Wer ist Sascha Lobo? Ach, keine Ahnung, ich glaube, das ist der, der beim Lord hier Geld gespendet hat. Der ist, glaube ich, Spiegelhersteller oder sowas. Verdammt nochmal, vergesst niemals Hajo. Ware wurde Bre. Ich bin Ligastheniker. Das ist mein neuer Song. Kommt der Zeitnamen? Nein. The Name ist Fabi, übrigens, danke für den 4. Monat. Vielen Arsch. Und Raymax, danke für den Prime. Knochenmark 68. Alter, danke für die 100 Diamanten. Knochenmark 68, was ist das für ein verdammt geiler Name? Knochenmark. Das habe ich damals mit dem Onkel immer übelst oft gesagt. Junge, das erinnert mich gerade an sehr mystische Zeiten. Morgen, ihr guten Freunde des Alkohols. Ja, das. Lobo ist ein Experiment der NWO. Da kann ja noch was aus ihm werden. Ich würde die Haare trotzdem im Regenbogendesign mehr feiern, aber vielleicht kriegen die Autoren das hin. Sole, du, danke für 32 Diamanten noch. Achso, das hatten wir schon. Schöne Feier letztens im Wald, Max. Trapper 777777, danke. Ich habe mir Mühe gegeben. Also, ich habe das Beste gemacht aus dem, was man halt so machen kann.
Statements in meinem Namen. Oh, Bro, ich nenne dich wie du möchtest. Außer Sophie. Was zum Fick? Das ist Fuß. Das ist ja wirklich ein Gelenk von dem Tier. Achsenfuß, also. Ein Fuß? Ja, das ist ein Fuß. Das sieht aus nach Wildfleisch. Das interessiert mich auch so, das sieht schon habierlich aus. Was zum Geier findet man denn um diese Zeit hier? Alter, das ist ein Knöchel von einem Reh oder sowas. Junge, ja. Oh, Sergeant, das wäre doch was für dich. Nein. Aber nein. Nein, ich bin kein Pilotenmensch. Schwänefuß. Dafür müsste ich ja permanent... Keine Füße in Twitch, ja, Mann. Oh. Dafür müsste ich ja permanent... Katsching. Da müsste ich permanent konzentriert sein bei Macht 2. Ja. Und, so 5 Energy Drinks im Becher halten und so. Nice. Ja. Vor allem schön im Funk, also. Ja, dieses legendäre. Das macht mich jedes Mal geil. Mhm. Andere Leute regt es sehr, sehr, sehr doll auf. Nett präsentiert. Alles hat seinen Sinn in der Simulation. Henry, bitte nicht die Wahrheit im Chat, danke. Circa CSGO, danke für den Diamanten. Und Lecho Gemüse, danke für den Resub. Circa CSGO? Yeah. Sicher, dass Circa heißt? Zira. Achso, oder Kira. Ja, ja. Circa. Es könnte ungefähr CSGO sein. Ja, fick dich, Alter. Meine Augen sind immer noch gerammelt. Was? Ist auch nur ein bisschen Magnesium, das vor deine Augen verbrennen. Magnesium. Im Maul des... Der Henry! Junge. Please don't, Caps. Du Sau bist schon online. Guten Morgen, geliebte Brüder. Z4F20, danke gleichfalls. Hm. Lass mich schlafen. Ne? Einfach den Stream auf die nicht ganz niedrigste Lautstärke, sondern eine darüber. Ja, oder gerne auch 10%. Einfach Handy liegen lassen und schlafen. Das passt schon. Das war okay, 300 Leute um 6.10 Uhr. Ich werde definitiv nie wieder zulassen, dass jemand diese Community als arbeitsloses Pack bezeichnet. Weil das kann einfach nicht sein. Hörner, Mann, sind. Ja. Sind schon mal wach. Die haben alle in der Nachtschicht. Alle in der Nachtschicht und so wie der Schänder halt die ganze Nacht im Fenster angucken. Dürfte man mal die Haare vom Sergeant sehen? Ich. Also. Ui. Naja, also die Friseure, die waren eigentlich offen die ganze Zeit. Egal. Nee, der Mann, der macht ein Experiment. So, die Hobo-Transformation. Ja. 365 Tage. Ich habe vor, den Penner-Simulator zu spielen und dabei selbst einspielen. Dresden ist gut, Dresden ist gut, komm Dresden. Dresden, beste Bruder! Hey Junge, ist das geil. Dieser Mann ist mir sehr sympathisch. Ich möchte Penner-Simulator Roleplay starten und deswegen möchte ich mich entsprechend vorbereiten. Ja. Deswegen lasse ich alles wachsen bis zum Gettner. Ich habe auch unten rum. Ja. Logisch. Kann bitte jemand das von dem guten Mann gerade klippen? Das würde mich sehr freuen. Vielen Arsch. Junge. Wo ist eigentlich der Chaot, Alter? Der quittiert schon wieder seinen Dienst. Na klar, ja, logisch. Das war ein massiver Gangstalker, stimmt? Hey. Ich bin schon viel zu sehr drin in der Simulation, mir fällt das gar nicht mehr auf. Sind wir mit dem Fahrrad unterwegs? Nein. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich auch nicht rot. Ja, doch. Oh nee. Noch oder schon wach? Bruder, das Geschäft schläft nie. Ist ja klar. Wir haben natürlich pünktlich um 20 Uhr den Rechner ausgemacht, haben uns hingelegt und geschlafen. Das pünktlich damit um 5 aufgestanden. Damit wir pünktlich um 5 aufstehen können und euch in diesem wunderbaren Stream beglücken können. Genau so sieht's aus. Es ist übrigens eine Frage an dich, Bre, und zwar von Meister Arsch. Wie kam die Verbindung zwischen langen Haaren und Penner jetzt zustande? Nein, die Sache ist nicht lange Haare, weil das sind bei weitem noch keine langen Haare, sondern das sind einfach ungepflegte Haare. Eins in den Chat, wer gänzlich ungepflegt ist. Und eine Trauerminute an dieser Stelle für diese Hasenröderflasche. 8 Cent, die nie wieder zu uns zurückkommen werden. Ich habe gerade eigentlich eine relativ coole Idee für das T-Shirt-Design. Aber so eine zersprungene Flasche und so 8 Cent Mütze, die da davon fliegt.
Alter, ich verklag dich auf alles, was du hast. Achso, übrigens, diese Energy Drinks hier kann man sich nicht kaufen, die kann man sich nur abblasen, falls jemand fragt. Also man muss männlich zwischen 18 und 45 sein. Und mindestens mal 20 Kilo wiegen. Exakter Mundo, Padre. Gepflegt also manche Dame. Oha, Alter, mein Bein, was hast du für Erfahrungen gemacht? Ich bin 46, Kappa. Ja, das Kappa, das kommt zu spät, Bre. Alter, was ist denn hier los um diese Uhrzeit? Der Arbeitsverkehr. Warum um alles in der Welt sollte Rainer denn geimpft sein? Der hat keinerlei menschlichen Kontakt. Weil er als gutes Vorbild vorangehen sollte. Ach so, ja, ja, das stimmt, ja, klar. Selbstverständlich, der ist auf jeden Fall das beste Vorbild. Na klar. Nicht? Ruiner Impfler. Der Train. Ich bin 7. Ah, schön wär's. Kapi. Wo ist denn der Mensa? Hä? Hä? circa CSGO, danke für 5 Diamanten. Und Z4F20, danke für den dritten Resub. Purple Heart, Big Place, Purple Heart. Montana Mike, bitte kein Frühschichtler-Bashing im Chat, danke. Frühschicht ist eine gute Schicht. Da hat man wenigstens noch was von seinem Tag, wenn man völlig übermüdet heimkommt. Das Mittagstief. Ich denke, jede Schicht ist in Ordnung, weil man seinen Tag einfach nur anpassen muss, der Schlafrhythmus. Naja, Nachtschicht ist schon AIDS. Wenn du tagsüber pennen musst, also... Nee. Na, wenn man alleine lebt, ist okay. Wenn man eine Familie hat mit Kindern und so, ist es natürlich Mist. Ja, klar. Okay. Also bei meiner Mutter schlimm immer früher. Also. Na, wenn man Dauernachtschicht hat, dann. Nee, ja. Das wird immer eine Woche so, eine Woche so, eine Woche so. Wenn's Drei-Schichten-System ist, dann das geht's ja. Das aber auch dein Kopf. Ich zitiere mal jemanden, der auf Twitch leider nicht mehr aktiv sein darf und eine Maske trägt und schon Ende 40 ist. Das Drei-Schicht-System lässt mich am Ende wirklich durchdrehen. Ja. Ein guter Mann. Jetzt hat er auch drei Schichten. Ja? Hm? Ui. Echt? Hm? Verpackt die in drei verschiedene Schichten Socken? Das ist doch. Ja, klar. Das ist doch der nackte Wahnsinn. Der nackte Wahnsinn, yeah! Ja, eine Schicht verpackte sie, dann musste sie auch irgendwann mal tragen und. 5 Tage in Folge natürlich. Verkaufen muss er ja auch, klar. Bitte, mal auf mit der Eigenwerbung. Ich weiß, dass ihr Geld verdient ist, aber. Ist nur weil bei mir der größte Kundenkreis ist. Ein Fuß geilen Drecksäulen. Yeah. Oh, ey, hallo, circa CSGO, danke für den Diamanten. Unterschicht, beste, ja, es ist. Was? Haben wir natürlich 7 Tage die Woche. Oh. Meister, wie soll ich den Clip zukommen lassen, wenn du ihn noch nicht hast? Nee, alles gut, wenn du den Clip gemacht hast, dann lade ich mir den dann, wenn ich zu Hause bin, einfach runter. Dankeschön. Aber du kannst mir auch per Post schicken. Ich hatte 6 verschiedene Schichten, die täglich gewechselt wurden. Alter. Mach mich nicht fertig. 6 Schichten? Ich habe 3 Schichten gefeiert. Jetzt bin ich ein Snoop geworden. Oder ein Snob? Oder? Snob, ich vermute mal, dass das Snob meint. Gleitzeit klingt anders. Was ist denn nochmal genau Gleitzeit? Du hast einen festen Block, den du da sein musst, kannst aber entscheiden, ob du vorher früher da bist oder ja, nachher. Ja. Das hat meine Mutti. Das ist auch geil. Der arbeitet übrigens bei Tesla in Kalifornien. Stabil. Ja, weil die Leute mal fragen. Sie putzt da die Toiletten. Hey, Louis Kappa! Ja, ich habe den Kasperle gefrühstückt. Du hast gefrühstückt? Nein, habe ich nicht. Ich werde dann frühstücken, wenn ich zu Hause bin. Und zwar Ofenhuhn mit Käse aus dem Lidl. Was zum... mit Käse? Ja, das ist einfach eine Hühnerbrust mit irgendwie Käse und Butter in so einer Aluschale. Ich bin echt gespannt, ob der Mist schmecken wird. Das sah ganz okay aus. Klingt mystisch irgendwie.
Ah, wenn es vom Lidl kommt, muss es ja gut sein. Also es gibt wirklich Lidl Deluxe, beste, wo gibt, Brie. Beste. Lidl generell, beste, wo gibt. Ja, ist so. Verdammte Lidl-Druck. Die Menge, die ich da einkaufe, ich bin jedes Mal überrascht, wie wenig ich zahle. Ja, das stimmt, das stimmt. Jedes Mal denke ich mir, wird lang ein Fuffi. 20. Wenn ich in Rewe gehe, muss ich echt sagen, locker 30% teurer. Aber das Zeug im Lidl ist auch gut. Obwohl die meisten Sachen, die man sich so kauft, ja den gleichen Preis haben. Irgendwie. Ja, irgendwie. Aber irgendwie auch nie. Ja, das ist mühselig. Ich frage mich mal, wo man da spart. Okay, der Energy ist nicht so teuer. Also im Rewe haue ich Schwarze Dose 28 rein, von Coca-Cola. Und im Lidl halt 3-4 Mal den Kong Song. Das sind die Lebenstipps. Also. Ich denke, die meisten hier sehen sich in diesem Einkauf verhalten wieder. Ui. Was ist das beste Top-Essen, das verdammt billig ist? Weißt du was? Das beste gute Essen halt so, also. Billig ist. Ja. Definiere billig, na, auf jeden Fall Bananen. Platz 1, unangefochtene Banane kriegst du für 30 Cent. Die ist gesund und schmeckt. Alter, jetzt fängt das echt an zu nieseln. Ich habe dich. Scheiße. Vorgemein. Ja, das stimmt. Aber doch noch nicht um 6 Uhr. Da stand irgendwie 7, was. 7, 8 Uhr. Echt? Die Ecke, ja. Och, ist das Dimmel wasserfest? Ich weiß nicht. Ja, ich hab in Hamburg die Erfahrung gemacht, dass das Smooth 4 wird als nicht wasserfest angegeben, aber es hat gut durchgehalten. Na, dann werden wir heute mal den Test machen. Verdammt, scheiße. Ich werde im Seifer hast du doch bestimmt noch ein paar Gimbals zu Hause. Ja, das ist das erste Mal, dass ich das benutze. Yeah. Das ist mein bestes Gimbal. Nee, Alter. Das ist ja für scheiße. Wann war der Stream geplant und war überhaupt geplant? So gegen 23 Uhr? Wann haben wir entschieden, durchzumachen? Ich meine, natürlich schlafen zu gehen und am nächsten Morgen zu streamen. Ich schätze mal so um 10, 11 oder so. Bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Ich glaube, es war so noch ein bisschen später. Ich hätte schon gedacht, eher. Also meine ersten Gedanken haben sich glaube ich so um 9 entwickelt. Dann habe ich noch kurz überlegt und dachte ich mir so, nachdem du zugestimmt hast, yeah. Vor allem deine Frage war ja, willst du heute schlafen? Werdet ihr den Russenlord wachklingeln? Alter, den Russenlord. Also, bis nach Emskirchen laufen wir jetzt glaube ich nicht, oder? Aber bitte hört auf solche Sachen, die man ins Gehirn zu pflanzen, wer zieht das noch durch? Nee. Was? Wir hatten ja letztens bei mir das Thema bis nach China. Bis nach China? Ja. Yeah. 1800 irgendwas Stunden. Bei 6,4 km/h. Ja. Ein halbes Jahr ungefähr. Weil ich hatte mir so Windschutz bestellt und der ist immer noch nicht da. Und dann meinten die Leute, ja, geh doch einfach mal vorbei. Hol's doch einfach ab. Habe ich kurz überlegt. Weil irgendwie wäre es schon irgendwie nice. Also so bis nach Moskau dann mit der transsibirischen Eisenbahn oder so. Mit der transsibirischen Eisenbahn? Ja. Mit der würde der Kong, glaube ich, nicht fahren. Ich glaube, es ist ein anderes Trans. Achso, nee, ich dachte, das war der umweltfreundlichere Methoden. Gibt es umweltfreundlichere Methoden als die Eisenbahn? Ja. Zu Fuß? Ja, das ist selbstverständlich. Der Fußbus fährt immer. Ja, übrigens, Kappa. Die Frühstücks-Currywurst-Stufe 7 wird gleich konsumiert. Kuhfleck, ich werde aus dir eine Currywurst machen. Die Stufe wäre doch super. Morgens, wenn der Kreislauf richtig unten ist, nochmal schön eine Currywurst. Auf ganz leeren Magen. Am besten nur die Pizza dazu. Ja, Currywurst-Pizza. Lustig übrigens, der Pfand Angels Energy hat keinen Pfand. Finde ich eigentlich gar nicht so lustig. Obwohl, wäre natürlich auch sehr unangenehm, dieses Zeichen in Handautomaten zerquetscht zu sehen. Eigentlich waren das eher die 6 Euro mehr pro Palette, die mich abgeschreckt haben, aber. Ja. Kann ich sagen, es gibt Pfand bei dir? Dann sagen, dass der Automat nicht funktioniert. Ich bin der Automat. Ich bin noch nicht mal richtig wach. Erstmal streamen können. Breder sind wir schon mal 2. Okay, das sind alles blaue Tonnen und ich werde jetzt auf keinen Fall diesen Energy Drink hier drin entsorgen. Das wäre eine riesengroße Sauerei. Marcel, wir sind noch wach. Selbstverständlich nicht schon. Warum sollte man das tun? Warum sollte man so früh aufstehen? Weil warum? Weil
wenn du zum Bäcker möchte, um frische Brötchen zu bekommen. Frische Brötchen? Ja klar. Frische Brötchen? Ja, ja. Frische Brötchen. Ich bin als Kind immer so früh aufgestanden, an einem Sonntag. Du warst nie Kind, Alter. Ja, ich bin so schon was. Ja, schon klar. Alter. Bin so geboren worden. Das sind die Waffen, die es um diese Uhrzeit, die normalerweise keiner sehen sollte. Ja, lauf, Rodriguez, lauf. Hm. Ich bin immer früh aufgestanden, weil um 6 hat der Bäcker aufgemacht. Damit ich pünktlich um 6 da stehen kann und frische Brötchen zu holen. Aber die auch schön noch warm sind, vom Bäcker noch. Du bist echt süß. Ich wünsche, du wärst mein Ehemann. Love Knecht, geliebter Onkel, die Sachbearbeiterin vom Arbeitsamt, die ruft mich leider nicht mehr zurück. Also, keine Ahnung. Ich habe auch seit 4 Monaten nicht mehr bekommen. Deswegen sind wir ja schon draußen, weil wir nur noch draußen sind. Das. Genau dieses Wissen werdet ihr in 20 Jahren bei Aktenzeichen XY brauchen. Vielen Dank, Meister Freaks. Wann Warzone, Alter? Nach dem Stream noch mal eine Runde streamen. Ich bin froh, dass wir jetzt mal was anderes machen als zu zocken, Alter. Was soll man sonst momentan machen? Verrottender Saft. Verrottender Karottensaft. Jetzt sind die Gangstalker und Streamsniper schon unterwegs. Och, bitte nicht. Ich hoffe nicht. Nee. Obwohl, wenn sie mir so eine Energy vorbeibringen würden. Henry, beschwör nicht. Belzebub. Bitte keinen Metzelder im Chat, danke. Sklaven des Systems und diese Uhrzeit, yeah. Sind wir Sklaven des Systems? Ich bin noch wach. Wir gehen nämlich schlafen, wenn der Staat uns eigentlich arbeiten haben wollen würde. Ich bin höchstens ein Sklave für dich, wenn es darum geht, vor deinem Bett wie ein Hund zu knien und dann zu blasen. Ich hoffe, Luftballons. Ja, für die Geburtstagsparty, was sonst? Ich bin sehr faul, was angeht. Ja, ich bin deine Luftpumpe, Bruder. Wann Fortnite? Ab 7.33 Uhr. Habt nur welchen mit Zucker, sonst wäre ich unterwegs. Herr Van Boven, das ist echt ehrenwert. Na, leider. Traust du mir zu, eine halbe Teufelspizza zu fressen? Meister August, wenn du eine halbe davon schaffst. Gebe ich ein Merch-T-Shirt aus. Nee, nie übertreiben, Alter. Gib 10% Rabatt. Nee. Ja, Alter, wenn du wirklich eine halbe Pizza davon schaffst, Alter, dann bist du unsterblich. Aber zum Glück wissen wir ja, dass du keinen. Du kannst sie doch auch als Margarita bestellen. Nee. Kennst du nicht, weil Salami dazu gehört. Ja, genau, in der Salami steckt die ganze Schärfe. Ja. Meister August, also jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube nicht, dass du eine halbe. Du würdest nicht mal eine Viertel davon schaffen, wenn du die als Margarita bestellst, das ist ganz normal. Also. Ich bin mir sicher, du würdest nicht mal eine Viertel schaffen. Du würdest deinen Kreis aber einfach kaputt machen. Ja. So. Ich ziehe das durch, der Panther wollte mich schon rekrutieren. Sag mir bitte Bescheid. Also, das will ich sehen. Weil, jetzt mal ganz im Ernst, also ich bin mir sicher, du schaffst nicht mal ein Viertel. Ja. Also, direkt zur Elbe oder noch Waldschlösschen, Brücke, Ecke? Mir Schiss. Wo regnet es denn nicht? Weiß ich. Verdammte Affenscheiße, wenn das jetzt hier regnet, Alter, das macht mich richtig sauer. Ich bin motiviert in den Tag gestartet. Ja. Das ist ja nur der erste Fehler. Motiviert in den Tag starten. Mach mal Klingelstreich. Tomate, dafür habe ich meinen allerersten Twitch-Bann bekommen eine Woche lang. Für die Klingelstreiche. Telefon verarschen und Klingelstreiche sind überhaupt nicht gerne gesehen hier, leider. Das ist wirklich schade, aber ein absolut nachvollziehbarer Wunsch, geliebter Onkel. Jens Spahn! Ich hab in Rewe noch einen Suff holen. Das wäre eine Sünde, wenn ich Suff holen würde. So viel daheim, dass es weg muss. Meine Nachricht wurde gelöscht, das ist richtig so. Ja, das ist richtig so. Tim? Dann kommt die Roomtour. Naja, da ich jetzt ja meinen nächsten Terabyte an internen SSD-Speicher habe, kann ich die Roomtour eigentlich mal bald machen. Das hat mich davon abgehalten. Mm-hmm. Der Speicherplatz. Yeah. Junge, was soll denn dieses Wetter? Oh, Junge! Alter!
Lach zur Fickung, Alter. Die gönne ich mir jetzt. Bah. Was denn? Das ist doch ein Baba-Frühstück, Alter. Als ob die jetzt hier lag. Irgendjemand wird das Ding jetzt vermissen, da bin ich mir sicher. Warum? Keine Ahnung, ich denke mal nicht, dass die freiwillig hier runtergeworfen wurde. Ja, vielleicht wird es schon im Van oder so. Wie bitte? Die nächste, dann nach und nach. Wie lange bist du denn? Depends Extreme. Extreme. Hm. Was, Alter, was? Nein! Ich dachte, die sind biegsamer. Mal gucken, ob da irgendwas drin ist. Ne, ist alles normal. Himmel, geil. Oh, nee. Ich bin so am Arsch, Alter. Ja, das macht mich gerade richtig sauer, Alter. Warum? Weiß ich nicht warum, Alter. Entschuldigung, guter Mann. Haben Sie Feuer? Haben Sie Feuer? Das wäre maximale Ehre, Bre. Vielen Dank! Gott segne Sie! Alter. Kräftiges Zeug, Alter. Mhm. Das Ding ist komplett nass! Die ist aus! Fuck! Gut, okay. Scheiß drauf. Der Mann war absolut ehrenwert. In dieses Gespräch, der Mann hat einfach kein Wort gesagt. Einfach angezündet, ohne reden. Auf ganz legitimer Ehrenmann-Basis, Alter. Hast du zufällig ein Taschentuch? Nein. Scheiße. Verdammt. Ich will nur das Gerät trocken halten. Gottes Willen. Naja. Generation, Ist jetzt auch relativ naheliegend, dass das Ding feucht war, wenn es da unten lag. Also, wäre doch krass gewesen, wenn das Ding jetzt zocken wäre, aber egal. Hatte massives Vanillearoma. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es ausging. Dem Typen soll nur Gutes passieren. Also, dem Mann ist heute schon was Gutes passiert. Naja. Ist das eigentlich noch geil, Alter. Das war so ein klassischer NPC-Dialog. Dialog vor allen Dingen. Naja, also technisch gesehen war es kein Dialog. Also ja. Eher so ein Mono. Also ein einseitiger Dialog. Ein Vortrag. Du hast dir einen Vortrag gehalten. Wie man es nimmt. Diese Sequenz könnte man an Unis diskutieren als Abschlussarbeit. Mahlzeit aus Leipzig, wo geht die Reise hin? In Richtung eigenes Grab! Mettwurst, also die Leute, die jetzt hier zum Einschlafen das laufen lassen haben, guten Morgen, herzlich willkommen zurück.
Ihr dürft nicht schlafen. Das war ein Hundefänger, Henry. Ich hab Hunde im Chat. Die ist die intravaskuläre Verabreichung von Kochsalz. Toss. Ich distanziere mich ausdrücklich von Injektionen aller Art. Ja. Klaut mal ein Auto. Ach, Henry, die Zeiten sind vorbei bei mir. Ich habe meinen Führerschein verloren. Ich habe mich selbst überfahren. Und so. Ich interessiert, ob man da wirklich einen Führerschein verliert. Green Gorilla, wenn du Millionär bist und dein Glied mehr als einen halben Meter lang ist, dann sind deine Chancen ziemlich gut. Jetzt muss ich dich wohl enttäuschen. Das gilt übrigens auch für mich. Na, alles gut, Taschen, das ist genug ums Geschäft. Eine Stunde haben wir noch. Wie viele Füchse mussten für den Kragen des Sergeants sterben, Alter? Kein einziger. Stimmt, das ist menschliches Hodenhaar. Das ist mein Haar. Alter. Welcher Kragen? Schrei doch nicht, Mann! Okay, sorry. Komm! Hey, genau! Waldschösschen? Je! Dann sind wir nicht in 20 Minuten an der Elbe, sondern in einer Stunde. Na, wir sind doch die ganze Zeit an der Elbe. Je. Es ist 6.34 Uhr. Ja. Also in der Stunde geht der Kack auf? In einer Stunde ungefähr. Denkst du, die Sonne geht heute auch auf? Oder geht die jeden Tag auf? Oder montags? Ja, montags lässt sich ein bisschen Zeit. Na, hat die nicht mal einen Ruhetag? Sonntags, oder? Ja, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht an den Sonnenaufgang gestern erinnern. Du könntest recht haben. Ich leugne den Sonnenaufgang. Ey, Fips, schönen guten Arnos. Das ist so ziemlich das Sächsischste, was ich jemals gesehen habe. Ein Trabi mit Sachsen. Kamp! Geil, absolute Ehre. 6-1. Der Erich. 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 Ich möchte diesen Mann berühren, ich auch. Das werde ich dann auch tun, wenn das Stream vorbei ist. Dann werde ich leider wieder Schläge kassieren, aber sind mit 3 Sekunden in ihm wert. So weit kommst du gar nicht. Ich kam bereits. Henry, bitte. Da hat eine gewisse Dame noch mitzureden. Was? Ach, ich denke nie, dass sie das stört. Also. Er wurde bestimmt letzte Woche ausgeliefert. Wie lange wäre da die Wartezeit? 50 Jahre ungefähr? Das kann durchaus vereinzelt aufgetreten sein. Ja. Nicht in Malteser. Ach so, Sophie, wenn du, wenn du in Großbuchstaben rein spammst, dann löscht das der Bot raus. Wegen Caps Lock. Die Dame heißt Sophia, Mensch. Die Dame. Ja, die heißt Sophia. Nicht Sophie. Keine Damen im Chat, danke. Kappa. So, trink ein Taschentuch. Wann geht's los mit dem Kong an die polnische Grenze? Es geht ab Mittwoch mit dem Seibt und dem Schlüsseldienst nach Polen, nach Katowice. Also falls jemand Mitte, Ende der Woche in Katowice ist, man kann sich gerne sehen auf das ein oder andere PU. Komm! Oh. Caps! Lol, wenn Apple Jackie das macht, dann passt das natürlich. Gut. Hallo. dann stört das den Bot nicht, geil. Oh, ich hab noch was für euch, Leute. Katowice, zweite Heimat. Ui, ich bin sehr gespannt auf diese Stadt. In Warschau fand ich sehr schön. Und ja, da bin ich echt gespannt drauf. Ist ja fast genauso weit. Auf jeden Fall sehr weit. Ja, das Schwein, das macht er schon. Du wirkst wie der Schänder auf 400 Gramm Schokolade. Meister August, ich bin ein glücklicher Mann, denn ich bin ein gemolkener Mann. Vielen Dank dafür nochmal, Bré. Habe ich dir gerne vermittelt. Ja, du weißt immer, wie du dich rausschlängelst aus der Beziehung mit mir. Yeah. Mahlzeit! Aber bist du auch glücklich? Ach, wie willst du heutzutage bitte glücklich sein? Also es gibt immer Momente, da fühlt man sich nicht ganz so depressiv. Aber also von Glücklichkeit. Glück bezeichnen. Ach komm, Glück hast du nur am Automaten. Ja, sorry für den Deep Talk am frühen Morgen. Und auch das meistens nicht. Ja, das stimmt.
Nur 2 bis 3, Alter. Also mindestens 30 Leute werden wir mitbringen. Das gelobte Land. Das ist bestimmt Dorfansuche. Hm? Sehr vorbildlich, Bruder. Der Weihnachtsmann trägt einen Helm. Ja, das ist die Hände vor. Wir können eigentlich gleich mal Toni O besuchen. Warst du eigentlich mal tot? Nein. Achso, du weißt gar nicht. Ja, so schade. Ja, du kennst die Geschichten. Yeah. Von Toni O. Da wurde übrigens vom Unglück berichtet, dass er dort nicht mehr wohnt. Schick das Auto. Also wer so ein GLE 63 fährt, der muss doch nicht um 6 aufstehen, Alter. Da läuft irgendwas schief. Der kommt bestimmt gerade vom Feiern nach Hause. Kommt gerade nach Hause. Ja, okay, Alter. Junge, meine Ansicht zur Welt. Bruder, bitte keine Copyright-Musik, ich will das hochladen. Kampf. Warum tragen Fußgänger keinen Helm? Gute Frage. Ey, Bruder, warum tragen Fußgänger keinen Helm? Das ist ja gut, ganz entspannt, Alter. Der Ausrasten, ja. Mann, bitte mehr schütten. Ich habe schon alles gesoffen, was ich mit hatte. Junge Malteser! Bitte nicht meine Firma filmen! Meinung zu gestreckten Henry, bitte kein Heroin im Chat. Handys. Das will mich irgendwie beobachten. Junge, hier ist was los, Alter. Der. Nicht Feierabend, das ist nicht der Feierabend. Der. Morgenverkehr, die müssen alles verarbeiten. Das? Bridge to Pain, das kann nicht sein, dass der AMG-Fahrer so früh aufsteht. Man bekommt solche Autos auf keinen Fall von harter Arbeit. Richtig? Ja. Auf Rad? Auf 90 Rad, ja, genau das, Alter. Mach Bruderpreis. Mach Bruderpreis? Des Bedarfs. Ja, ein gutes Frühstück von Markus Rühl. Markus Rühl. Das. Bitte keine Hamsterräder im Chat. Danke. Meine Großmutter riecht nach Wirsing. Besser als dass der Wirsing nach Großmutter riecht. Muss nicht schmecken, muss wirken. So sieht's aus. Des Bedarfs. Das ist die frustrierte arbeitende Gesellschaft. Ach, weißt du, wie das früher mal war, wo ich mit Hector Panzer um 6.07 Uhr vom Saufen nach Hause gefahren bin in der Bahn, wie die Sektion Frühschicht einfach laut Hals in der Bahn genervt haben? Yeah. Beste, wo gibt, Alter, wirklich. Diese Gesichter, ach, dieser unendliche Hass. In meiner Hose hausen 90 Ratten, das. Das. Warum werdet ihr nicht von Malteser abgeholt? Anspruch hättet ihr doch sicher, Bres. Fick dich selbst. Weil wir nicht unnötig zusätzlich belasten wollen. Ja, na. Ui. Jetzt fliegt er raus. Ey, Hollywood Hank. Was? Lol. Hank. Hollywood Hank. Yeah. Alter, ist das der echte oder? Ich glaube nicht, nein. Ja, ich meine, ist das Hollywood Hank? Nicht, dass ich wüsste. Ist das Hollywood Hank? Das ist Hollywood Hank. Hollywood Hank. Alter, das ist mir zu deep. Junge. Selber schuld, wenn man arbeitet, Henry. Also, das ist ja wirklich. Das ist ja unter aller Kanone. Einer muss ja die Staatskassen füllen, damit die anderen die schröpfen können. Richtig. Und mit anderen meine ich diesen Mann. Nein, ich meine schröpft dir irgendjemand die Staatskasse? Entschuldigung, schröpfen Sie die Staatskasse, indem Sie anderen... Ich glaube, ich bin hier an der falschen Adresse, weil... Wenn wir halt genug laufen, dann nimmt Polis. Oha, das sind aber harte Ansagen gegen Polis, oder? Ich hab. Es hat jetzt keinen Bezug auf die Arbeitslosigkeit. Ah! Ich meinte nur, es wäre cool, wenn wir nach Polis gehen könnten, weil Polis ist. Die Hunters, du hast eigentlich mein Leben sehr gut zusammengefasst. Also, nee, natürlich nicht. Ich finde es übrigens sehr schön, dass es aufgehört hat zu regnen. Nee. Lang lebe der Sozialbetrug. Kappa! Sozialbetrug ist falsch und führt in die Hölle. Guten Morgen, hätten Sie 10 Minuten Zeit? Ich sollte niedriger ansetzen mit 5 Minuten, oder?
realistischer. Also. Die hat ja nicht mal ein Nummernschild. Habe ich eigentlich nicht gefunden, dass sie sich beleidigt hat? Die hat sorry gesagt. Ach so. Ich hab was anderes verstanden. Nee. Ich bin es gewohnt, ja, ich auch, aber ich glaube, das war nur ein sorry. Einen Moment bitte! Sorry für den Lärm. Diskutiert, wer von euch beiden abschreckender auf die Menschheit wirkt. Das ist gar nicht, da müssen wir nicht lange diskutieren, ich habe den längeren Bart. Ich habe mich vorhin erst rasiert, also ich will ja nichts sagen, ich bin vielleicht eine abgeranzte Haufe Scheiße, aber ich bin einigermaßen frisch. First time here. Oh. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes, durch meinen Lärm und meine abstoßende Art abstoßend zu wirken. Der Mann hingegen ist einigermaßen sympathisch. Halte ich für ein Gerücht. Naja, ein bisschen massiver, miefender Misanthrop, aber ich habe dich wirklich sehr lieb. Hey. Das schreibt eigentlich ganz gut. Ein mieser, miefender Misanthrop. Hube ist Sipp, zitiert gerade, du Loser. Haha, du Loser. Was ist denn das eigentlich für ein massiver Mistweg? Ja, nee, aber richtig weg. Ich identifiziere mich als Netflix-Abonnement, Alter. Das ist richtig und du bist herzlich willkommen in unserer Community. Community. Come. Gagamilius. Komm auf zu Klinge. Ich werde am Freitag wieder verpflichtet, Kampfansagen gegen den Sarge zu bringen. August, drop erstmal eine Kampfansage, indem du so eine Pizza hier zur Hälfte schaffst. Oder wenigstens zum Viertel. Das ist eine Ansage an alle. Auf Kampfansagen folgen Hausbesuche. Nein, bitte keine Hausbesuche im Chat. Wird natürlich geholfen bei Problemen, bei Umzügen und ähnlichem. Ja, beim Einbau von Festplatten. Ja, richtig. Vielen Dank für die Träger. Wie eine Schaukel hier. Man kann mich einfach eigentlich fast immer erreichen am Helpdesk, Jungs. Guten Morgen, hätten Sie Interesse an meiner Sendung mitzuwirken? Ich glaube nicht. Das sieht aus wie ein Gerichtsvollzieher, Alter. Was? Das sieht echt aus wie ein Gerichtsvollzieher. So sehen Gerichtsvollzieher aus? Ja, ich weiß es. Ich hatte schon zweimal ihn da. Ich musste immer eine Blitzüberweisung vor seinen Augen durchführen. Sonst hätte er mir den verdammten Strom abgemacht. Den Strom abgemacht? Ja, abgedreht. So weit geht ich schon. Ja, so weit gehe ich, wenn ich ein Dreivierteljahr nicht zahle. Aber das ist halt nur Dummheit. Ja. Ich distanziere mich vom Lukas. Also ich habe die neuen Videos gesehen und das ist echt verstörend, Alter. Ey, Junge, ist wirklich krank. Ich werde auch seinen Nachnamen nicht aussprechen. Ich kenne die Leute, die dann irgendwas zusammenschneiden. The Foxy P, danke für den 9. Monat. Ey, unser Kind wird hoffentlich Henry heißen. Wann wird der uneheliche Sohn vorgestellt? Niemals. Nee, ich bin. Er hat noch Chancen im Leben, deswegen. Henry, bitte nicht, das Kind dagegen schlecht reden. Ich habe vor ungefähr 4 Monaten meinen Hodensack verloren, indem ich zu schnell aus einer Liege aufgestanden bin im Freibad. Und ich möchte dieses Thema jetzt nicht mehr ansprechen, danke. Also ich kann gar kein Kind haben. Warte mal, das ist erst 4 Monate her. Ich werde dich blockieren. Dann ist das einfach vergessen. Ich habe noch eine Frage, eine ganz wichtige. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem du mal wieder einscheißt. Land mit dabei. Ja. Land in Sicht. Oh, es handelt sich um Polen. Verdammt. Wir drehen lieber um. Zurück in den Darm. Kappa. Nee. Was denn? Ich zeichne eine metaphorische Karikatur des Zeitgeschehens. Das war der eloquenteste Satz, den du jemals von dir jemals. Fick dich! Wo seid ihr gerade? Sie entschuldigen, darf ich Sie in meine Sendung einbauen? Nein. Okay, schönen Tag noch. Ich wollte nur fragen, wo wir sind. Wir sind auf der Thomae-Straße. Hohlbeinstraße. Mach mal einen Hood-Report, Bruder. Ach, Gottes Willen. Bitte nicht vor 18 Uhr. Es ist eine Sendung. Ich sende geistigen Dünnschiss ins Internet. Wirst du vom Verfassungsschutz beobachtet? Na, ich denke mal, von den 327 Leuten werden bestimmt 5 davon dabei sein, ja. Der Rest sind miese Stalker. Dieser Park, Alter, hier würde ich auch lieber nie reingehen. Warum nicht? Ja. Achtung, was? Fahrrad. Auf der linken Seite des Weges sollte man eigentlich sicher sein vor Rabauken wie Ihnen.
Das ist ja unerhört. Das sind 20 Öcken, Bruder. 20 Öcken, sei so froh, dass ich im Dienst bin. Normal. Was war denn das für ein Konter, Alter? Junge. Ich hätte dich nur geräuspert. Nee, das war eine Ansage, Alter. Man sieht sich aber zweimal. Kampf. Junge. Alter, das war ein klassisches Gangstalker-Rufzeichen, Alter. Aber sowas von. Alter, das war ja schon so ein halbes Bah. Bah. Junge, Junge, Junge. Bruder. Junge, was ist denn das hier für eine städtische Institution? Das ist eine Sporthalle. Eine Sporthalle? Sport! Sport! Schulsporthalle. Sport! Hm. Honk, honk. Nur wenn ich ein Kind von diesem Mann bekomme, dessen Name Henry sein wird. Henry, bitte. Keine Kinder im Chat. Vor allem nicht von uns. Was war die älteste Person, die dich richtig gesniped hat? Schwarz-gelbe Halunke. Nee, Kerosin-Junkies. Ich denke mal, der ist noch ein paar Jährchen älter. Ja. Das sind, ich denke mal, die Ältesten. Der Opa macht dich gleich Messer an der Ecke. Ich bitte nicht, ich bin im Dienst. Ich bin im Dienst? Also ich habe grundsätzlich nur die Wahrheit hinterher gerufen. Also, das kann man mir nicht angreifen. Oder 25 mittlerweile schon? Meine Mutter musste mal 15 Strafe zahlen, deswegen. Kein Witz, das ist aber 10 Jahre lang. Weil sie auf dem Gehweg gefahren ist. Ja. Und für linke Seite vor allem. Ich kenne mich jetzt mit dem Bußgeldkatalog nie aus, aber. Aber wer diese Regel durchsetzt. Ja, na. Sicher. Also ich hatte den Fahrradunfall, weil jemand auf der linken Seite gefahren ist. Also das ist, finde ich ehrlich gesagt, nie so lustig. Also hier geht das jetzt natürlich, aber in Klotsche damals oder am Friseur. Boah, knapp. Und teuer. Und die Hand dieses Mannes, Alter, Junge, Junge. Oh, das. Oh. Das Video habe ich leider nicht mehr gespeichert, deswegen kann ich keinen Re-Upload machen. Damals sogar ein Foto von seiner Hand da mit reingemacht. Das sah so krank aus, dieser. Also der Finger hier, der war halt so um 90 Grad nach oben. Oh. Und da kam der Knochen so sichtbar raus. Das war richtig geil. Ah, ist gut jetzt. Junge, das war. Nee, Alter, das war. Ja. Das war's mit Schlafen. Vielen Dank für nichts. Ey. Schickt mir Bußgeldkataloge. Ist nur Tom noch mit seiner Schwester zusammen. Ich glaube, der Superfahrer hat sie mal ausgespannt. Aber ich bin leider gerichtlich dazu verpflichtet, mich diesbezüglich bedeckt zu halten. Alter, lieber Tank, komm ran, Alter. Dann kannst du mal was abarbeiten. Bitte nicht die Mutti hier in den Dreck ziehen, danke. Was habt ihr vor? Puh, naja, ich sag mal so, noch ein paar tausend Mal aufwachen früh und dann hat man es hoffentlich endlich geschafft. Aber sonst so auf kurze Sicht. Keine Ahnung, euch den Morgen irgendwie versüßen mit unserem Geschwätz. Also, da bin ich schon zufrieden, wenn das Ziel erreicht ist. Ab und zu möchte der gute Mann noch mal live sein. Fick dich. Was denn dann, ich bin schwer depressiv. Ja, und ich versuche dir, indem ich dich in deinen Ideen unterstütze, dir da rauszuhelfen. Ja, lass noch eine Runde machen. Ey, Peters, du. Komm jetzt rein. Ja, das ist so ziemlich das, was du gerade gesagt hast. Was macht das Sergeant, da jetzt das Fälschen von Impfpässen besonders strafbar ist? Hä? Der hat da nie irgendwas gefälscht. Der Mann sitzt den ganzen Tag vom PC oder geht Gassi oder kauft Energy Drinks. Das ist alles, was der Mann macht. Warum soll der irgendwas fälschen? Richtig. Das gilt übrigens leider auch für mich. Nur, dass ich nicht Gassi gehe, aber. Kommt ihr vom Saufen? Wir sind auf dem Weg zum Saufen. Kein Bier vor vier, wir haben mindestens sieben. Kommt ihr vom Saufen? Wahrscheinlich. Also nicht. Schön wär's, Alter. Geht der Gassi mit seiner Mulle. Henry! Wir hatten heute Pakete ausgepackt. Boah, das kommt drauf an. Der Onkel zählt. Sobald die Kamera aus ist, frisst der nur Austern und Kaviar am Taschenbergpalais. Ich glaube, das ist so ziemlich das, was dieser Mann niemals essen würde. Richtig. Ja. 7 versus Dresden. Das ist, glaube ich, nicht so schwer, in dieser Stadt zu überleben. 2 versus Westdeutschland. Wer ist rechts in Deutschland? 2 versus Westdeutschland. Ach, Westdeutschland. Ja, Junge. Ja. Nee, bitte nicht, Alter. Da
Da überlebe ich lieber in der Antarktis. Oh, die Leute sehen aus, als würden sie gerne mit mir sprechen. Guten Morgen, ich bin vom Funk. Mann! Oh, Junge, was ist denn eigentlich los? Mit meinem Darm. Hm? Taxi kommt. Oh nee, der Onkel! Der Onkel! Der schöne Gedanke dabei ist ja, dass locker die Hälfte der Leute jetzt hier gerade frühstücken. Ich werde das einfach die ganze Zeit furzen. Ja. Yeah. Ich muss mal kurz die Toilette hier hinten benutzen. Da steht so ein praktisches mobiles Klöle. Ich bitte darum, dich kurz mit diesen Bauarbeitern zu unterhalten. Mit den Bauarbeitern? Das ist ja eine Frechheit. Nee, die schlafen noch, die frühstücken gerade. Ach so. Seht ihr noch, Meister August, seht ihr noch? Sucht ihr Pfand? Theoretisch suchen wir immer Pfand, weil es immer Geld einbringt. Das Problem ist nur, es ist erstens 7 Uhr morgens, zweitens relativ kalt, drittens Montagmorgen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, Pfand zu finden, ist sehr gering. Furz mir vielleicht den Enddarm. Das ja. Ist schon wichtig. Durst. Auf deinen geilen Saft. Sagen Funkjournalisten eigentlich vorher, wer ihr Arbeitgeber ist? Ich gehe davon aus, dass man das eigentlich immer davor sagen muss, oder? Sind die nicht verpflichtet zu sagen, für wen sie schreiben? Ich gehe mal stark davon aus. Wie viele Mülltonnen beabsichtigt ihr noch zu entflammen? Das Einzige, was ich entflammen möchte, ist die innige Liebe mit dir, geliebter Onkel. Ich distanziere mich massiv von Vandalismus aller Art. Hau so ein Vollsuff. Dann gibt's nichts Schönes. Wunderschönen guten Morgen. Danke, gleichfalls. Gute Nacht, Herr Erzberg. Jetzt schon? Also, das ist ja wirklich, das ist ja peinlich. Was ist nur aus den Leuten geworden? Früher haben wir alle noch bis zum Mittagessen mitgemacht. Das? Da fing die Party morgens um 7 erst an. Wusstest du eigentlich auf der Pegida-Demo, dass dich Puls interviewt hat oder wollte? Also ich muss... Also ganz ehrlich, hatte ich keine Ahnung, wer das ist. Ich habe nur diese Kamera gesehen und dachte mir so, du schreist jetzt da so Mullen rein oder so. Ich wurde leider zurückgehalten damals. Schau dann ins Otto-Humus-Werk. Fun Fact, wir kamen da gerade aus Heidenau. Und waren eigentlich nur auf dem Heimweg. Aber ja, ist immer wieder schön, da an der Ende zu werden. Also die Sachen, die die frühe Karriere geprägt haben. Geil, oder? Baba. Erstmal zum Bäcker. Das, ja, scheiß denke ich immer vor meine Tür. Der absolute Klassiker. Ich hoffe, ihr kennt das schon alle, weil ich habe diese Anekdote eigentlich schon locker 10-mal erzählt. Das Beste, was man machen kann, ist eine brennende Papiertüte Hundekot zu machen. Also, also eine Papiertüte mit Hundekot füllen, die anzünden und einfach vor eine Haustür stellen, klingeln. Der Hausbewohner kommt raus und wird natürlich das Feuer austreten. Und dabei tritt er in die Hundekacke. Das ist einfach das Allergeilste. Dieses Gefühl, das von der anderen Straßenseite zu sehen. Junge, oh nee, das kriege ich direkt einen Fleck in der Hose. Button, Alter, das ist... jetzt mal ganz im Ernst, das ist das Allergeilste. Ich bin ehrlich, ich will die Tür einfach wieder zumachen. Mal noch gehen. Der Buttergolem hat auf den Boden geschissen. Das ist eine urbane Legende, die bisher noch nicht bestätigt wurde. Genauso wie die klassische Theorie vom... Ach, das lassen wir lieber um die Zeit. Brock Landers, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Aber das werden noch immer weniger. Also ich verfolge das nicht. Mir ehrlich gesagt auch ziemlich bums. Nee, selten gesehen, gesehener Markt. Der Hunde und so. Kann ich auch meinen eigenen Code nehmen, wenn ich keinen Hund habe? Ja, also ich habe meistens immer Hundecode eingesammelt, aber du kannst natürlich auch deinen eigenen nehmen. Das sollte funktionieren. Wohin geht ihr? Richtung Sonnenaufgang. Was ist ein Gangstalker? Naja, im Prinzip jeder, der mit mir interagiert während eines Livestreams.
Das sind alles bezahlte Kriminelle, die mich zermürben und zersetzen wollen mit ihren Stalker-Aktionen. Guten Morgen, hätten Sie Interesse an meiner Sendung mitzuwirken? Was für eine Sendung? Das ist so eine Art Frühstücksfernsehen, wir sind von der Uni. Na, ich bin live. Ja? Ja, geil. Also ich habe eigentlich nur eine einzige Frage. Können Sie bitte mal Hagebuttene sagen? Hagebutten? Nee, Hagebuttene. Sondern? Hagebuttene. Hagebuttene? Ja! Ich liebe Sie. Vielen Dank. Ein schönes Wochenende noch. Oh, ist das schön. Ja! Oh, es hat sich gelohnt, da aufzustehen. Oh je. Yeah. Wieso cringe? Das hat mich sehr glücklich gemacht. Hagebuttene? Hast du das gehört? Hagebuttene? Ja! Hagebuttene! Hagebuttene! Ach, Junge. Das sind wirklich so die Momente im Leben, wo ich mir so denke, ja, es war den jahrzehntelangen Kampf wert. Bitte kein Frühschichter-Bashing im Chat, danke. Hagebuttene! Wir stellen examinierte Pflegekräfte ein. Junge, so geht man heutzutage auf Jobangebot. Nee, herrlich, geil. Alter, wir stellen examiniert. Das ist so, so hängt man normalerweise ein Banner auf, wenn irgendwie Kuchen oder sowas 15% reduziert ist im Werksverkauf. Geil. Nee, das macht mich glücklich. Aber nur dreifach geimpft. Ja, hoffentlich täglich. Geht bitte den Schänder weg. Nein, der Mann ist wach. Hat er gestern erst eine geruppt. Der Code-Midas-Effekt. Ich distanziere mich ausdrücklich vom Code-Midas-Effekt. Mach noch mal eine Pizza. Nein. Mein Magen hat sich gerade erst erholt. Ah, gebunden. Ey, Ruina Wungle. Schönen guten Wungel. Ist eine Eigenkot-Therapie gegen Schnupfen sinnvoll? Also ist eine Eigenkot kombiniert mit Eigenurintherapie könnte uns, glaube ich, alle schon innerhalb der nächsten paar Wochen aus der Pandemie helfen. Aber überrede ja erstmal flächendeckend das Volk dazu, da mitzumachen. Also wenn es nach mir geht, esse ich den ganzen Tag nichts anderes. Aus dem Kot meiner Mitmenschen. Was quatsche ich hier eigentlich, Alter? Junge, ich bitte mal kurz das hier rauslöschen, danke. Ich sag dir, nach müde kommt einfach nur doof. Heute ist leider zu, aber die halbe Pizza wird geruppt. Also wenn du Dienstag Zeit hast, Herr August, ich bin dein Mann. Bist du geimpft? Heute noch nicht, geliebter Onkel. Aber wir sind gerade auf dem Weg zum Zentrum. Warte mal kurz. Hagebuddene. 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 Was hältst du eigentlich grundsätzlich davon, keine Ahnung, Alter, mein Gehirn ist gerade Sparflamme. Verstehe ich gar nicht. Also, bestimmt nicht am Schlafenzug liegen. Nein, nein. Fresh Haar 1953, das ist wirklich sehr unschön. Ich wünsche allen darin eine ehrenwerte, schnelle und gute Genesung. Möge das fade Essen munden. Auch nach mehreren Wochen. Ich nagel meinen Hodensack auf dem Marktplatz fest, nur aus Protest. Oh, das war geil, Alter. Das war, glaube ich, 2014, wenn ich nicht irre. Vom Kreml hat so ein russischer Künstler einfach seinen Hoden wirklich festgenagelt am Bordsteinpflaster. Aua! Ja, das kann man echt nachgoogeln. Übelst krank. Ja! Das. Bah! Stronger! Habt ihr das Geräuschsignal gehört? Ja, das ist angeblich so ein Signal, wenn man als sehr blinde Person die Straße überqueren kann. Gut getarnt haben sie das. MK Ultra. Kappen. Der hat sich auch seinen Mund zugenäht. Ja, das hat der Herr Krull ja auch gemacht. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ach Junge, da kriege ich direkt unangenehme Gefühle im Magen. Richtig unangenehm.
Junge, ich würde mich so gerne auf Monis Füße entladen. Hollywood Hank, ich glaube, da sprichst du dir allen aus der Seele. Hast du dich schon mal auf Monis Füße entladen? Hallo, ich bin vergeben, natürlich nicht. Ja, davor? Hast du davor nie gelebt? Nee. Ich habe natürlich entsprechend enthaltsam gelebt. Enthaltsam? Logisch. Du und enthaltsames Leben, Alter. Ja, klar. Nee, ja, logisch. Der Meister Sauflust zeigt seinen Baufrust. Schieß, stabil gespittet, Bre. Alessandro Artobelli, wir halten die ganze Zeit massiven Abstand. Also bitte werfen Sie mir nichts Fehlverhaltendes vor. Vielen Dank. Zockst du Vanguard? No. Was soll ich sonst dazu sagen, Alter? Das ist ein verdammtes Statement. Das ist ja Schund, Alter. Ich würde es ja Real Talk nicht mal zocken, wenn es kostenlos wäre. Aber für so einen Stundenlohn 25 Euro netto die Stunde würde ich es glaube machen. Oh. Ja, da kann man sich das schon mal antun. Vorstellung für die ganzen Stunden, wir würden einen Stundenlohn bekommen. In diesem ja, nee, das ist das normale Spiel, ja freiwillig ist es ja. 75 Tage. Ja, Junge, hör auf, Alter. Wir hätten die ganze Zeit, die wir gezockt hätten, auch auf dem Bau arbeiten können. Wir hätten zwar krumme Buckel, aber. Ja. Ja. Ah. Moin, wo geht's hin? Und warum kein Beutel mit Pfand in der Hand? Dieser Rucksack hier, der dient nicht dem Pilz zu sammeln, geliebter Onkel. Es wurde bereits eine Dose und eine Flasche eingesammelt. Aber um diese Uhrzeit Pfand zu finden, gleicht ja wirklich einem massiven Glück. Die Faktoren stimmen einfach nicht. Fürs Pfand sammeln zurzeit. Zu kalt. Zu nass, zu früh. Das. In Fotzkaku, schönen guten Morgen. Du verkackerst mich eher mit deiner Anwesenheit, Mensch. Um 7 Uhr, das ist wild. Ja, Mäh, falscher Spot. Also ich glaube nicht, dass es in Dresden Spots gibt, wo man um 7 Uhr Pfand findet. Weil, ja, spätestens um 2 ist ja alles weggesammelt und danach wird ja nichts mehr produziert. Du müsstest die öffentliche Toilette aufsuchen. Du! Ja, gönn dir, bra. Damit sagt er eigentlich, dass er hier in diesem Busch uriniert. Das ist, was ich natürlich niemals tun würde. Guten Morgen! Die hatten alle kein Licht an, das ist kreuzgefährlich. Schalten Sie bitte Ihr Licht ein. Die Jugend von heute, wirklich, es ist zu deiner Sicherheit, Bre. Und der anderen Verkehrsteilnehmer. Junge, dieser Dampf, der oben rauskommt. Bitte nicht auf Radfahrer urinieren im Chat, danke. Das Verhalten ist nicht legitim. Bitte motiviere die Menschheit zum Frühsport. Junge, ich bin ja kein grausamer Mensch. Frühsport, Alter. Also wer vor dem Frühstück sogar noch Sport macht, sorry, aber da muss man sich doch selbst hassen. Also, ich meine... No? Mir wurde gerade etwas von Frühsport erzählt. Das machen wir doch gerade. Ja, technisch gesehen ist das sogar korrekt. Und ich hasse mich auch selbst. Also, ja, ich hab nichts gesagt. 2G Plus in Bus und Bahn. Es wird Zeit, geliebter Onkel. Es wird Zeit. Ich finde, man sollte den öffentlichen Personennahverkehr komplett abschaffen. Echt? Ja. Dann wird alles nur noch fußläufig. Ja. Die Pose, das würde der Vergangenheit angehören. Wie viel Pep habt ihr schon, Finesse, Henry, bitte? Junge, das ist so dünn. Sind Geldwerte im Bereich von 1200 PET-Flaschen viel Geld für einen Casino-Besuch? Ach, das kommt drauf an, ob man einen Aufenthalt von mehr als 2 Stunden geplant hat. Denn, ja, wo möchtest du denn hin? Ich hab Durst. Wenn ich so lange rede, brauche ich was zu trinken. Sonst kriege ich massive Hals- und Mandelprobleme. Oh, ein Mahnmal der Gesellschaft. In Fotzkaku, die habe ich. Glaub mir, die habe ich. Auf jeden Fall, ich habe mindestens 10 Menschen auf dem Gewissen.
Papa. Hier, Kilp, Junge. Das Schwein weint an der Bushaltestelle. Was zum Geier? Was? Ich habe noch ein paar Fragen zum Thema Gangstalken. Ich bin nicht der Richtige dafür. Gearbeitet? Sehr mystischer Laden. Egal, Getränke. Da gibt es Getränke. Bitte nicht die Nudes liegen, vielen Dank. Möchtest du irgendwas haben? Nee, danke. Sicher? Ja. Und auch nicht das Übliche? Ja. Was Flüssiges? Ich muss schlafen. Was Fleischiges? Ich muss schlafen. Was Käsiges? Ich muss schlafen. Ein kleines Snack? Ich muss schlafen. Also ein kleines Snack. Dieser Mann macht mich wahnsinnig. Auf der Parkplatzseite. Oh, Alter! Ich glaube, der Parkplatz ist da. Also. Danke. Danke, Budne. Danke, Budne. Schickt mir Bier. Das stimmt. Das ist richtig und wichtig. Du ekelhafter Assi. Das ist doch doppelt gemoppelt. Das ist doch quasi das Gleiche. Sophia! Sei gegrüßt. Zähl bitte eine Maske auf. Ich habe hier keinerlei Kontakt mit anderen Menschen, aber ich habe natürlich eine mit dabei, um für den Fall der Fälle vorgesorgt zu haben. In welchen Flachwitzen du mich versinken kannst? Mit gar keinem. Ich bleibe stabil stehen. Die Easy auf keinen Fall. Dafür gibt es andere Plattformen. Schönen guten Morgen. Schickt mir Masken. Das. Es befinden sich Lebensmittel in einem gewissen Radius. Nee. Ich sollte mich schämen und langsam die Maske aufziehen. Ja, Junge, ich bin so müde. Such die. Ich habe massiven Schlafentzug. Und habe mich früh morgens noch dazu entschieden, nochmal loszulaufen und zu streamen. Also. Je. Meister August, auf keinen Fall. Distanziere mich ausdrücklich davon, Leute anzurufen. Ich habe ein großes Problem mit Leuten anzurufen. Ich mag das nicht. Nee, ich habe einen massiven Schlafanzug. Nein, Entzug. Ich habe seit einer fast 30 Stunden nicht mehr geschlafen. Mieses Maultier. Alles okay? Also. Es gibt bestimmt dafür entsprechende Dienstleistungen, also nur entsprechend suchen. Meister August, natürlich haben wir um 20 Uhr den Rechner ausgemacht und schlafen gegangen und sind jetzt wieder aufgestanden. Ja? Du musst hascheln jetzt von der Zugspitze weg und so. Ja, natürlich haben wir gezockt bis zum bitteren Ende. Sind auch miese Idioten. Was macht ihr um die Zeit? Wir wollen den Sonnenaufgang wahrnehmen an der Elbe. Aber mal gucken, ob wir das noch schaffen. Warum hast du ein Barett auf? Weil ich sonst meine Haare zeigen müsste. Das möchte ich. Ja, ich kann es einfach nicht lassen, den Mann zu versorgen mit dem, was er braucht. Ich werde diese Cola nicht trinken. Ich werde aber den Pfand mitnehmen. Verdammte Schwein. Nee. Du wirst da durchbekommen. Nein! Du brauchst dein Koffein am Morgen. Nein! Du brauchst dein Koffein. Ich muss schlafen. Hey, George Floyd. Hallo, Sophia, einmal George Floyd. Jürgen. Ruiner Pit.
Wenn du nicht atmen kannst, dann mach mal ein paar Minuten Entspannungsübungen oder so, dann wird das schon wieder gehen. Mann. Aufstehen und klatschen. Kingstalking ist ein anerkannter IAK-Ausbildungsberuf, Alter. Das wusste ich. Wieso ist denn der Chat jetzt weg? Was hast du schon wieder gespielt? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast was gemacht. Nicht ich. Guten. Steht mit zum Knurrhahn. Ey, das war einer der schmackhaftesten Fische, die ich jemals gegessen habe. Echt. Meinung zu Keil. Henry, Herr Spahn, bitte fragt das den Kong. Ich bin selbstverständlich wie immer einer Meinung mit ihm. Und Oga 90, danke für den 8. Monat. Vielen Mastdarm. Ich muss schon sagen, der Verzehr dieses 300 Gramm? Nee, 400 Gramm Stück Emmentalers macht mich auch schon glücklich. Ist seit 90 bitte den Diplom-Ingenieur hier möglichst nicht mit in den Stream ziehen, danke. Der Verzehr der Cola, der würde mein Glied echt massiv versteifen. Und ich bin mir sicher, er wirkt der Koffeinsucht zu verfallen. Nein! 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 No! Ich brauch das nicht! Ich brauch das nicht! Junge, mieses Maultier, was für ein verdammt geiler Name. Kann man ein Schulpraktikum in Schenderberg machen? Haben schon viele angefangen und die wurden nie wieder gesehen. Bitte keine Selbstverteidigung im Chat. Meine Güte. Was waren teure und abgehobene Bonzenprodukte, die ihr als Kinder immer beim Einkaufen haben wolltet? Freeway Cola. Richtig. Ich wüsste jetzt eigentlich nicht, was das wäre. Was haben meine Eltern nicht gekauft, weil es zu teuer war oder Mist war? Junge, Alter. Musste alles selber ernten im Wintergarten. Richtig. Keine Ahnung, sowas wollte ich eigentlich nicht haben. Süßigkeiten? Ja, so Haribo-Zeug, das Ü-Eier waren immer das, was. Ah, das hat das Vieh auch immer gerne aufgemacht, deswegen haben wir eigentlich immer eins oder zwei mitgenommen. Aber sowas wollte ich eigentlich nicht haben. Nee, alles, was keinen an großen. Was halt unterm Strich Mist ist. Nein, nicht halt mal was Mist ist, sondern was nicht lange hält. Was nicht lange hält? Ja, also Spielzeug oder was? Was ich mindestens eine Woche oder so jemanden ernähren kann. So, ich habe jetzt nur an Essen gedacht. Junge, mindestens eine Woche ernähren kann. Du isst den ganzen Block Käse auf in ein paar Minuten und willst nur Sachen kaufen, die dich eine Woche ernähren. Das finde ich gut. Nee, ich nicht. Meine Eltern. Isst er da ein Stück Käse? Vielleicht. Ich kann nichts dafür, dass er die Cola nicht trinkt. Der Mann möchte schlafen. Guten Morgen, wollen Sie beim Frühstücksfernsehen mitarbeiten? Sehr gern, Brie. Natürlich auf mich zur Uni, ist doch klar. Warum will der Schänder diese hammergeile PA-Anlage im Schänderwerk vernichten und woher hat er die? Habe ich mir schon angeguckt, das Ding, und ich dachte mir so im ersten Moment, what, das willst du zerstören? Aber das ist halt wirklich nichts, was wo die Zerstörung wehtun wird, sage ich mal so. Und ich denke mal nicht, dass derjenige, der es ihm geschenkt hat, das gemacht hätte, wenn das noch funktionieren würde. Also davon gehe ich jedenfalls mal aus. Das wird jedenfalls geisteskrank, das Video. Alter, das ist doch der offizielle Bus hier von der Mannschaft. Alter. Ey, unser Dresdner Dynamo-Bus. Das sieht man auch nie so oft. Die sind aber früh schon wach. Wild. Wild. Ey, ich habe was im Schuh. Warum glauben chinesische Kinder nicht an den Weihnachtsmann? Das kann ich dir nicht sagen, geliebter Onkel. Vielleicht tun sie es ja auch. Ich meine, die haben ja bestimmt auch Coca-Cola in China. Und irgendwie werben die ja bestimmt auch in der Weihnachtszeit für die Produkte. Also denke ich mal, dass die Kinder auch daran glauben werden. Bitte kein Fußballclub-Bashing im Chat, danke. Willst du Uni machen?
Center for Regenerative Therapies. Therapies, Dresden. Hä, was? Regenerative Therapien? Was ist denn das? Reha, wenn ich mich nicht irre. Für so Forschung, für wie kriegt man die Leute am schnellsten wieder zum Laufen. Hier mit so Carbonbeinen oder was? Zum Beispiel. Aber auch so, Krücken. Nee, aber auch so therapiemäßig. Wenn du einen schweren Unfall hattest, musst du ja, je nachdem, wie schlimm es dich getroffen hat, gewisse Sachen erstmal wieder so lernen, so laufen. Wie weit bist du, Bra? Oh, du kannst schon wieder feste Nahrung zu dir nehmen. Ich bin sehr stolz. Beim Sprechen hapert es noch ein bisschen. Ja, fühle ich. Liegt aber, glaube ich, an der Zeit. In deinem Koffeinmangel. Ich gebe kein Statement zu Mario GTA. Was sieht das nur so aus? Oder gibt es hier FPS-Einbrüche? Es ruckelt irgendwie. Keine Ahnung. Naja, Handy wird alt. Warte, sieht aus. Dann wurde der Feind das letzte Mal spät. Der Erzfeind ist mir letztens auf dem Neumarkt an der Frauenkirche begegnet. Das ist die letzte Begegnung, an die ich mich erinnern kann. Davor war es beim Stadtfest, glaube ich, am Rewe Postplatz. Das war auch krank, da waren wir völlig dicht. Und der Schänder wollte sich mit so einer Gruppe sehr junger Leute boxen. Weißt du das noch? Mhm. Achso, ich habe da noch mal kurz einen Anmerkung dazu. Das fasst es gut zusammen. Statement zu Mike76 ist mir leider noch unbekannt. Moin, was treibt ihr zu dieser frühen Zeit? Feinsten Käse vernichten. Ich befürchte, dass der Sonnenaufgang nicht besonders ästhetisch sein wird. Ja, man wird davon gar nichts sehen. Scheiße, Mann. Das ist ein nebliger Drecksmontag. Warum muss, glaube ich, Montag gleich? Ja, das sonst wäre es auch kein Montag. Bitte machen Sie Ihr Licht an! Kopfhörer während des Fahrradfahrens sind nochmal 20 Euro. Mann. Warum sollte man Dinge im Wohnzimmer zerstören? Das weiß ich nicht. Der Schänder zerstört Dinge nur im Schlafzimmer. Was ich noch weniger nachvollziehbar finde, ehrlich gesagt. Sie suchen LKW-Fahrer. Ich sag das im Seibt. Was willst du zu mir? Ich hab weder einen Führerschein noch einen LKW-Führerschein. Ja, wer ist denn nachher? Ah. Du etwa? Oder wegen Mr. Diabetes? Ne? Mr. Don? Ne? Anderes. Ich erklär's dir nachher. Ja, geht klar, bra. Hat der Sergeant einen Schrittzähler und falls ja, was ist sein Rekord? Das meiste Gezählte war Hamburg mit 67.000. Die weiteste Strecke, die konnte ich nicht komplett aufzeichnen, weil der Akku leer war, waren 64 Kilometer. An einem Tag 64 Kilometer, das ist natürlich schon echt wild. Also über die 40 oder 42 bin ich, glaube ich, selber noch nicht hinausgekommen. Aber 64 ist schon krass. Sächsische Schweiz. Solo. Tour. Ich bin nach Dresden gefahren, um meine Uni-Bewerbung abzugeben, weil die in Papierform gebracht werden musste und dann Geburtstag anstand. Und hatte einen Tag frei. Also da war nichts. Ein Sonntag und dann bin ich in Sächsische Schweiz gefahren. Morgens um 10 losgelaufen. Und dann gegen 21 Uhr wieder angekommen. Das ist eine der schönsten Geschichten, die ich je gehört habe. So ungefähr ist meine Geburt verlaufen. Übrigens befindet sich der Rotkohl immer noch an der Tapete beim Schänder. Das habe ich gerade währenddessen gelesen. Das sind so geile Fragen. Ja, natürlich. Einige Spuren sind noch da. Also man sollte auch, glaube ich, mal drücken. Nee. Ich habe zwar keinen Gehstock, aber... Nee. Ja, okay. Die Bewerbung wurde unterwegs verspeist. Ja. Streamt der Schänder eigentlich auf Twitch, seitdem er seinen Hodensack im Vollsuff gezeigt hat, nicht mehr. Es ist so! Hagebutten! Ja.
ein mieses Maultier, das ist so ein schöner Name. Perfekt, dachte, muss um 7 arbeiten, aber muss erst um 15 Uhr. Also, ich weiß ja nicht, was daran perfekt ist, aber wenn ich um diese Uhrzeit aufstehen würde und man würde mir sagen, dass ich um 15 Uhr anfangen muss zu arbeiten, dann wäre ich ja aber absolut abgefuckt. Also, keine Ahnung, warum das jetzt eine schöne Nachricht ist. Ich wäre lieber eher zu Hause, statt dann den ganzen Abend. Na gut, wie man es nimmt. Dann schlaf schön bis 15 Uhr, mein Liebster. Dann geht der Tag schneller rum. Und so schnell ist Weihnachten. Ich habe gerade offiziell mitgeteilt bekommen, dass ich eine Habicht, dass ich einen Habicht-Pullover gewonnen habe. Alter, von dem neuen Live-Typen? Ich weiß es nicht. August, du bist nicht ganz dicht. Das ist ja nicht dein Ernst, Alter. Also das ist ja krasser als mit 5 Uhr im Lotto überhaupt da durchzukommen und dann auch noch was zu gewinnen. August, ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor dir. Wenn du jetzt noch die Pizza schaffst, dann werde ich dich auf jeden Fall mal deep throaten. Kappa. Na gut, so deep wird das glaube ich nicht werden. Übrigens, der Pizzaladen mit der schärfsten Pizza ist da. Der hat Leute heute leider geschlossen. Montags. Und vor allem auch um 7.20 Uhr. Diese Streamingzeit ist völlig normal. Paul.Abfall, Junge, bitte keine Ansage im Chat. Max Schradin auf Twitch ist noch relativ klein und man kann ihn kostenlos anrufen. Ja, über WhatsApp. Ich habe es auch beim letzten Mal versucht, bin aber leider nicht durchgekommen. Junge, Hochdruckflatulenz folgt dir. Das ist immer nur geil. Herrlich. Kannst du den Sergeant gleich beschneiden? Warum sollte ich ihn denn seiner kostbaren Vorhaut berauben? Du hast gerade 400 Gramm Käse vertilgt. Das macht mich geil. Ist das jetzt ein Frühstück oder? Ja. Na gut. Jetzt noch eine 700 Gramm Salami, Alter. Lass mal dann 300 Gramm Fett zum Frühstück. Das ist der Lifestyle. 250 Gramm Protein. Da muss es sein. Junge. Schwein! Das ist kein Mensch. Nein, der Sergeant. Es ist kein Mensch, es ist kein Tier. Alter, Tanzverbot. Junge, es ist 7.26 Uhr. Warum sollte man denn als arbeitsloser YouTuber und Streamer um diese Uhrzeit wach sein, Alter? Haben wir Marder am Wohnmobil genagt? Ich hoffe, die haben die Kabel durchgebissen. Marderfraß. Junge, ich liebe Marderfraß. Ich meine das. Marderfraß! Junge, dieses Lächeln. Marderfraß! Guten Tag. Guten Tag. Wir sind alle Arzt hier auf dieser Plattform. Mobby, Alter. Wer im Atheum feiern ist, der ist definitiv schon mal über diese Brücke gelaufen im Suff. Junge, wohin? Naja, eigentlich wollten wir den Sonnenaufgang zeigen, aber das wird heute, glaube ich, nichts mit dem schönen Sonnenaufgang. Es ist ja so neblig. Also in Dresden ist eigentlich nicht so oft Nebel. Aber heute, Junge. Verdammte Scheiße hier. Kampf den Casinos. Nee, wir wollen eigentlich später nochmal in die Slots gehen. Tanzi, bitte. Tanzi, legst du noch einen Tauri mit drauf? Da können wir hier zusammen streamen. Ein paar Freispiele auf entspannt so zum frühen Montagmorgen. Ja, mega roll! Aua! Mahlzeit! Guten Morgen, Kopf! Das ist Etzeler absichtliche Provokation. Ich bekomme eine Ansage. Ich würde meine Google-Suchergebnisse wieder etwas ausschlagen lassen. Ansage an Adlasson. Ein Mixtape kommt nämlich bald. Echt? Warum bin ich nicht gefeatured? Geduld. Das Baby in der Waschmaschine ist nur der erste Song. Dieser Songname. Nein, der Song heißt offiziell nur Waschmaschine.
das ist ein bisschen zu wild. Ich gebe kein Statement zu Toni, der im Knast sitzt. Okay, das war eigentlich schon ein Statement. Ruina Wonke, bitte derartige Themen möglichst vermeiden. Guten Morgen, haben Sie 10 Minuten? Ich habe wieder vergessen, niedriger anzusetzen. Seid ihr auf der Suche nach der Merkursonne? Nee, definitiv nicht. Wollen Sie in einem Frühstücksfernsehen mitwirken? Dann gucken die Leute mir alle so gereizt. Ich stelle vor, dann müssen Sie sich 7 morgens um 7 Uhr sondern zur Arbeit fahren. Ich bin doch schon da. Ja, aber die Fahrt müssen ja fahren. Das sind ja kalte Hände und so. Bitte keine Endlösung der Salami-Frage im Chat. Es gibt keine Lösung für die Salami-Frage. Die Salami-Frage? Ja. Sehr vorbildliches Gewand, Bruder. Montagmorgen. Statement zu Hollywood Klenk. Guter Mann. Guter Mann. Ich glaube, der hat sich umbenannt. Stonk. Stonk. Moin. Die Wurstfabrik endet im Maul des Arsches. Ja. Jawohl, was macht ihr am frühen Morgen? Wir suchen den Sonnenuntergang. Wir suchen den Sonnenuntergang. Da können wir lange suchen. Diese Atmosphäre erinnert mich irgendwie an irgendeinen James Bond Teil. Ich weiß nicht, nur nicht mehr welchen. Ich glaube Skyfall. Kein James Bond jemals gesehen. Echt nicht? Nee. Alles richtig gemacht. Echt? Ja, sind schon ein paar gute dabei, aber wie mit so vielen Dingen, je älter, desto. Also mir ist grundsätzlich eine starke weibliche Hauptrolle sehr wichtig in dem Film. Alter! Die LEDs sind gerade ausgegangen. Ein Vergleich mit daneben. 7:30 Uhr. Wieso hat Dresden so moderne Brücken? Junge, das ist die einzige moderne Brücke in Dresden, die hat unserer wunderschönen Stadt das UNESCO-Weltkulturerbe genommen. Und der Hufeisennase ihren Lebensraum. Das ist eigentlich zum Heulen. Hab ich Hops hier sehen, Alter. Guten Gundula Gause. Mahlzeit, Klaus Kleber. Ach, Junge, Gundula Gause. Alter. Oh. Au, das ist doch übelst ungemütlich, oh Junge. Sorry, ich bin betrunken. Setz dich drauf, Junge. Darf man dich dort aufspießen? Bitte nicht. Mein Darm ist blutig. Rebhuhn! Hat die Brücke WLAN? Ich brauche kein WLAN. Ich habe unlimitiertes Netz. Dafür zahle ich jeden Monat 500 Euro in Deutschland. Stark. Ja, das. Hast du gerade die Unterlippe vom Tintling berührt? Was zum Geier? Alter, geht eine Frage an dich auf jeden Fall. Geht der Tintling eigentlich auf Raves, da er aussieht wie ein arbeitsloser Nazi? Das hat er auch so geschrieben. Aber auf Raves geht's? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Und was das mit dem anderen zu tun hat, weiß ich nicht. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir die Frau aber nicht amüsiert. Ja, das ist überrascht wahrscheinlich, was ich gesagt habe. Gute Laune, Faye, das freut mich sehr. Pfeffi ist gesund und hält jung. Morgen. Mann, Zeug. Die Gesichter dieser Leute, wie sie Uhrzeit, ist ja wunderschön. Aber du musst, ich kann das verstehen. Ich hätte jetzt auch keinen Bock, auf Arbeit zu fahren. Guten Morgen. Junge. Wo kommt diese Glücklichkeit her? Ist das der Käse in deinem miesen Magen? Ja, yeah. Schönen guten Morgen. Und jetzt auch diese Cola öffnen würdest und die trinken würdest, Alter. Ah, Junge, du hast sie geöffnet! Ja! Triumph über den Magen dieses Mannes! Kampf dem Nachtschlaf! Kampf, Kampf, Kampf! Kampf dem Schlaf! Feinste Enzyme docken an den Synapsenenden an! Yeah. Nee, nee, Enzyme, wie heißt der Scheiß? Bodenstoffe? Bodenstoffe? Ah, Hodenkrebs! Scheiße! Fuck, das ist diese Phase der Übermüdung, wo wirklich kompletter Dünnschiss aus dem Kopf kommt. Deswegen lacht der Mann aus diesem Wahnsinn hier. Mann! Alter! Morgen. Jetzt sollt ihr euch Maß regeln! Oh ja, ich freue mich schon auf die Gürtelhiebe! Yeah. Yeah. Ja, die ist steif! Besonders erfolgreich seid ihr, wenn der ungepflegtere von euch nur stummer Kameramann ist und der andere den freundlichen, aber schmierigen Reporter abgibt.
Alter, August, du hast anscheinend Dünches studiert. Das gefällt mir. Den schmierigen Kameramann. Dieser Stream ist übrigens gesponsert von Fußtee. Schmeckt nach Fuß, riecht nach Fuß. Oh. Alter, gute Besserung. Junge. Ja. Ah, ich bin durch. Ah. Mein Geist, der sucht dann das Komplex. Ja, genau das. Junge, es gibt ja wirklich 0, Josef Sonnenaufgang, ja. Alter. Oh nee. Junge, Bernd, der Henker. Tod mit Mitte 30, Grüße an Jamal. Hey, Grüße an Jamal. Ja. Bitte keine Fußfetische im Chat ausleben, vielen Arsch. Die Autos, was soll das? Alter, was zum... Also hier habe ich Autos noch nie fahren sehen. Kann ich hier nicht zoomen? Och Mann. Da fahren einfach Autos. Was zum Geier? Mini und dann was? Vorne weg. Sucht Kamel. Das ist genau die falsche Richtung. Den Mann werden wir auf keinen Fall jetzt noch besuchen. Ich habe jetzt auch nie unbedingt den Bedarf, Katzenkot zu riechen. Was? Warst du schon mal bei dem? Nein. Na dann urteile nicht. Ich war da. Ich habe es live gesehen. Gerochen und geschmeckt. Ein Mann kann eine ganze Menge verarbeiten, aber Gamils Katzenklos! Hey, gehen entschieden zu weit! Katzenkot mit Coca-Cola, Alter! Das Geheimrezept des Krabbenbürgers. Ich kote gerne in Katzenklos. Also in Katzenklo zu pissen im Suff ist schon eine feine Sache. Habe ich definitiv schon auf zu vielen Homepartys gemacht. Ja, was denn? Das saugt auch meinen Code auf. Trotzdem wir nicht. Ich hoffe, ihr seid auf dem Weg ins Impfzentrum. Selbstverständlich. Mein Frühstück wird definitiv heute eine Bratwurst sein. Dann müssen wir jetzt da hoch. Vielleicht stelle ich mich auch dreimal an, um drei Bratwürste zu verspeisen. Wenn du dich früh genug anstehst, musst du nicht so lange anstehen. Echt? Kann man da ohne Termin hin? Nee. Nee. Nicht. Dann wird es leider nicht. Schade, schade. Haben wir doch glatt verpeilt, einen Termin zu machen. Ja, das. Ach, hey, wenn die auf dem Lammatschuhen mit Dönerfleisch und Halloumi aufstocken, dann bin ich definitiv dabei. Alter, Leergut. Ui. Noch mehr Gäste. Der frühe Vogel fängt den Pfand. Ronkelwonkel, ich hab dich ebenfalls lieb. Ronkelwonkel? Lach mal krumm. Was? Wollen wir unten nochmal abgehen? Da steht doch bestimmt irgendwas. Junge, sieht aus wie... Alter, hier, ja, die Leute feiern hier immer. Das ist einer der wenigen Plätze, wo man regengeschützt ist. Junge, das ganze Leergut kaputt hier. Das macht den richtig traurig. Moment, mein Frühstück. Tschüss, Flui. Eine Pizza. Junge, hier sieht es ja wirklich aus wie Sau. Eine Tomate? Erbrochenes gedreht. Erbrochenes? Oh, das ist natürlich auch unschön. Junge, oh Junge, Alter. Das ist so richtiger, boah, so richtiger menschlicher, hat hier gefeiert. Vorbro. Fürst? Uranov, Alter. Uranov. Das ist der Shit, Junge, das ist günstig. Nee, das ist ein Angebot, das kriegst du für 3,99 € so eine Flasche. Es gibt nichts ekelhafteres als Uranov, ey, da kauf ich schon. Das muss er nur knallen, der Birne. Pushkin geht immer klar. Die gemischten, vor allem Haselnuss, Nougat, alles übelst geil. Aber Uranov ist ekelhaft. Das schmeckt halt einfach nicht. Ja, es muss ja nicht schmecken ab einem gewissen Punkt. Du, wenn man, ich sag mal so, wenn man obdachlos ist, auf der Straße bettelt etc., dann verstehe ich das. Mit Mitte 40, kein Ding. Aber die Leute, die das hier getrunken haben, Mitte 14? Die sind zwischen 14 und 20. Und die können ihren Eltern auch mal 7 € für eine Flasche Schnaps aus dem Portemonnaie stehlen. Anstatt 3. Ja, nee, das tut echt weh, Alter. Sowas habe ich früher nicht gemacht, wirklich. Die können ja für 7 € auch einfach 2 holen. Eine Pfeffi!
Nee. Davon wirst du auch betrunken. Ja, nee. Ja, ja. Nee. Dann, dann, da, oder einfach zapp-zapp machen mit einer Flasche Jim Beam oder so. Meine Güte. Früher auch nicht passiert bei uns. Da steht ja immer nur drauf, dass es gesichert ist. Es ist, aber es piept gesichert gar nicht. Es ist mittlerweile gesichert. Mann. Durchgemacht. Ja. Nee, mit Uranov wasche ich meine Füße. Junge. Das ist ein gewisser... Nee, das ging mir zu abgehoben. Also ich meine ja nur, dass es einfach geschmacklich keine Freude macht. Hier ist alles so pfandleer. Aber man kann ja trotzdem noch feiern. Also hier draußen, weil kalt und so. Na, wo sonst? Zu Hause, bei Mutti auf der Couch. Nur, da ruft der um 10 schon der Nachbar an heutzutage. Das kannst du nicht mehr machen. Die richtige Nachbarschaft haben? Wer heutzutage Homepartys gibt, der hat sie nicht mehr alle. Oder dein eigenes Haus. Ja, dann wird das trotzdem zerlegt, alles voll gereiert und kaputt gemacht und geklaut. Was? Das war eine Bremse. Ach, ein Fahrrad. So, ich dachte gerade, das ist ein Tier. Nee. Sind Sie ein wildes Tier? Ja, ich glaube nicht mehr. Noch schönen Morgen. Der Mann hatte eine sehr schöne Beinstruktur. Die Leute im Osten sind morgens sehr unhöflich. Naja, verständlich, oder? Von guten Morgen, tut doch nicht weh. Weil das ist so selten geworden. Wo ist mein VIP hin? Da nach wie vor alle 100 VIP-Slots belegt sind, distanziere ich mich von diesen Fake News. Attraktive Kniekehle, danke, gleich was. Das Schlimmste am Billighusel ist der Kater. Yeah. Da schütten sie auch nur Methanol, nein. Wenn man entsprechend fortgeschritten ist, bekommt man keinen Kater mehr, beziehungsweise killt den einfach mit einem weiteren Shot Uranus. Bitte keinen Kater killen, danke. Katzenmord ist nicht so gern gesehen bei Twitch. Ich war natürlich ein Alkoholkater. Ah, das auch nie. Aber ich finde schön, wie du diese Flasche Cola gleich leer hast. Muss man so zusammenschneiden, wie du das vehement ablehnst. Ja. Und dann eine halbe Stunde später ist die Flasche leer. Genau das dachte ich mir schon. Nee. Ist aber auch fies, dem Trinker was zu trinken zu geben und zu sagen, zu erwarten, dass ich tatsächlich nicht trinke. Vor allem einen halben Liter feinstes Koffein um halb acht. Ja, meine Güte, das ist nur ein halber Liter, das habe ich ja in 2 Stunden raus. Alter, Meister August, kannst du bitte solche satanischen Rituale nicht im Chat haben, Alter, das ist ja krank. Ich trag's vor, Bre. Ein neues Level des Streamsnipes wäre es, euch immer 2 Minuten vorauszulaufen und den ganzen Pfand auf dem Weg zu zertrümmern. Ich glaube, das ist hier wirklich passiert. Bre, dann würde ich dich jagen. Henry, bitte nicht. Dafür musste der Uwe hier die Plattform verlassen. Weil er Leute jagen möchte? Auch, ja. Das ist ein Zitat. Ich laufe ihm hinterher, um ihn nach dem Autogramm zu fragen. Hey, deine Schwester ist hier, die Frieda. Müsstest du nicht schon schlafen? Warum meine kleine Schwester? Daneben Freundin, das ist mir der Punkt. Henry! Ja. Herr August, bitte kein Gauland in diesem Chat, danke. Ihr sammelt Pfand, um Pep zu kaufen. Gurken, Rick, 31, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Der Rick. Alter, hat der Baum viele Häuser? Der Baum viele Häuser? Mein das? Ich sammle Pep, um Pfand zu kaufen. Das. Ich bin Meister August, größter Fan. Ey, wenn ich bin, würde ich definitiv in wohlgemerkt 5 Jahren ein Tape erwerben. Sheesh. Hat ihn hier gekackert. Morgen, nicht so schnell. Hier ist 20. Ja. Junge, eine Amsel. Fick dich. Hollywood Hank, das ist kein Problem, du bist hier trotzdem herzlich willkommen, Bre. Ich werde das nicht vorlesen. Warum lallt das Hartchen so? Man hat eine halbe Bulle Uranov Intus. Ja, geboten. Ich hab primär Schlafanzug. Wie bitte? Ich hab Schlafanzug! Komm! Schlafanzug? Hey. Oh, Junge! Sorry. Alter. Oh, mein Herz. Aua, mein Knie, warte mal.
Ah, Junge, ich bin gerade so erschrocken, Alter. Hey. Ja, man. Was ist eigentlich das Ziel dieser Odyssee? Naja, ich hab's gerade fast erreicht. Scheiße. Eigentlich wollten wir den Sonnenaufgang hinter dem dieser wunderschönen Skyline betrachten, aber... Also mit Sonnenaufgang ist ja hier echt nichts. Ich wüsste jetzt nicht mal, von wo die Sonne aufgeht. Eigentlich von da, oder? Ich auch nicht. Weil da geht's auf jeden Fall unter. Ja. Geht ihr jetzt nochmal Pizza essen? Der Meister August hat schon vorhin Ansagen gemacht, dass er die Hälfte der Pizza schaffen will, wenn er sie als Margherita bestellt. Aber die hat Montag zu. Sonst hätte ich den Mann direkt eingeladen. Ich habe mir das angeschaut. Einfach morgen. Junge, diese Vorstellung, du gehst dann einfach morgens um Montagmorgen um 8 oder so dahin. Die Leute kennen dich schon, weil du ja schon mal da warst und du bestellst einfach diese Pizza. Ja. Das der Tag ist ja gelaufen, wenn du das. Ja, die habe ich mir abends noch ganz entspannt reingezogen. Super, wenn das dein Frühstück ist, Alter, Junge. Dein Tag ist gelaufen? Ich glaube, der August, der will Stress. Ich zitiere: Ich fand die Zeiten noch unterhaltsamer und dramatischer, als der Sergeant wirklich nach jeder Flasche krampfhaft gegiert hat. Also, ich will ja nichts sagen, aber. Wenn hier nirgends eine Flasche steht, wie soll er danach gieren? Wonach soll ich gieren? Außer nach meinem geilen Löller. Nein. Irgendwann knack ich dich noch. Nein. Doch, doch. Nein. Darum geht mir. Meister August, wenn du auf die Idee kommen solltest, Pfand zu zerstören, werde ich finden. Verzauberte Vorhaut folgt dir jetzt. Kannst du irgendwann am Wochenende wegen der Pizza, ja klar. Wenn wir uns schon was ausmachen wollen, dann machen wir am besten Sonntag. Ich bin ja in Polen, wie gesagt, die ganze Woche. Ja. Ich weiß noch nie, ob wir Samstag oder Freitag zurückkommen. Locker gehen die zu Frank Hanebut, ihm eine Ansage machen. Henry, bitte. Ich sollte echt überlegen, was ich hier vorlese. Ich würde dem mal niemals eine Ansage machen. Das ist ein sehr guter Mann. Das ist doch der hier Motorradfahren, oder? Ich bin überfragt. Ich glaube, ja, das ist ein sehr, sehr guter Mann. Ausdrücklich von Ansage. Ja. Alter Hoffi, Moinsen, schickt mir Bier. Ja, bitte. Ich werde euch gleich Stream snipen. Chris M. Now Twitch, viel Erfolg. Wir sind gerade in Meißen. Jägermeister. Ich trimme meinen Charme, während du durch die Gegend krakeelst. Alter, ich würde jetzt gerne meinen getrimmten Charme präsentieren, dann wäre das Stream aber leider zu Ende. Kann man in Polen für einen schmalen Taner Obdachloser... Henry, bitte keine Obdachlosen hier, du weißt schon. Ich werde das auf keinen Fall vorlesen. Ich distanziere mich davon, wirklich. Kannst du mit Mimon und August die Pizza-Challenge machen? Alter, die Vorstellung, wie Mimon in diese Pizza beißt... So ungefähr müsst ihr euch den Schand unter der Maske vorstellen. Das würde, glaube ich, visuell keinen Unterschied machen. Pizza? Für 20 Slotti ist das möglich, bitte. Kannst du mir einen blubbern? Alter. Nein. Inscope ist dumm, Junge. Diese völlig random Nachricht in diesem Chat. Oh, Maxel Moon. Ich zitiere. Pfand sammeln. In Klammern, eigentlich Pfandflaschen einsammeln, ist eine Beschäftigung bestimmter Personengruppen. Meist zur Aufbesserung des Privathaushaltseinkommens. Nur in Ländern mit einem ähnlichen Pfandsystem wie in Deutschland gibt es einen Grund für diese Tätigkeit und deren soziologische Auswertung. Was um alles in der Welt? Ich hoffe, dieser Mann hält einen Vortrag über uns und hat das einfach als Intro oder so. Ja, das... Welche deutschen YouTuber würdest du gerne im Chip-Duell sehen? Die Marmeladen-Oma und Edward. Die Einladung geht hiermit offiziell raus an euch beide. Lauft ihr zu Christian Martin Schön? Junge, dieses Name-Dropping um diese Uhrzeit. Mit dem Mann würde ich gerne mal ein paar Berner Würstchen grillen. Unter genau diesem Ding hier. Das ist schon eigentlich ein Premium-Spot. Wie bitte? Stell dir vor, du könntest da laufen. Das wäre einfach dein Garten, du gehst einfach raus. Wenn das hier mein Garten wäre, das ist so die Marcolini-Klinik, oder? Hier habe ich meine Weisheitszähne gezogen bekommen.
Ist das nicht hier? Zahnarzt. Ja, Kieferorthopäde. Ja, so Privatwohnung. Nee, die ist, glaube ich, da hinten. Nee, da hinten. Ja, oder? Nee, das ist... Das ist, glaube ich, eins davor und dahinter sind Häuser. Ja, genau. Aber ist auf jeden Fall krank hier, ja. Oh, willst du spontan ein bisschen baden gehen? Gehst du in die Elbe oder so? Ja, auf jeden Fall. Wenn du hier wohnst, gehst du definitiv in die Elbe baden. Ja. Junge. Warum denn nicht? Wart ihr heute schon kackduschen und warum habt ihr es nicht gestreamt? Ich war vorhin kackbadene. Also wirklich, ich war wirklich kackbadene. Also ja. Also ich habe nicht in die Wanne geschissen, aber ich habe geschissen und bin dann in die Wanne. Also. Ja. Ich bin einfach in die Wanne geschissen. Kackbadene, Alter. Junge, ist das ekelhaft. Ja. Boah. Junge. Nee. Glaubst du, Gurkensohn würde durchziehen beim Hautchip? Gurkensohn ist so krank, Alter, der zieht alles durch. Stimmt. Aber der Mann ist leider verschollen. Oh, die Pizza und dann den Hotchip hinterher. Junge. Gurkensohn, Alter. Und dann die Nüsse und dann Gummibärchen noch dazu. Der kann gerne meine Nüsse vorkosten. Statement zu den Umzugsvorbereitungen des Drachenlords. Also ich bin mir sicher, dass der nicht so viel reinnehmen darf in die Zelle. Also. Aber wie das hier wirklich abläuft mit dem echten Wohnungswechsel, das ist interessant anzuschauen. Hat der, wisst ihr, ob der jetzt eigentlich ein oder zwei Strikes hat bei YouTube? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, weil der hat jetzt ja seit locker 8-9 Tagen oder so gar nichts mehr gebracht. 4, ne Lul. Rufen wir einen Gurkensohn an, ich habe seine Nummer nicht. Der darf nicht die Seife fallen lassen. Junge, vor allem um 7.49 Uhr einen Gurkensohn anzurufen, ich glaube nicht, dass man da erfolgreich jemanden ans andere Ende bekommt. Nicht? Arbeitstätig ist oder? Ich weiß nicht, ob er arbeitstätig ist. Also. Das ist die Marcolini-Klinik. Glaube ich. Wir trainieren zusammen ein sehr liebes System. Ja. Junge. Tschüss. Die ganze Zeit Luft. 4 Strikes? Wie jetzt? Echt jetzt? Meinst du zweimal Urheberrecht und zweimal Community-Richtlinie oder was? Weil das wäre ja die einzige Möglichkeit, dass er nicht weg wäre. Hä, was zum Geier? Alter, Times New Roman. Das ist zeitgenössische Kunst, Alter. Echt jetzt? Gregorilla 90, einfach nur das. So Leute, ich melde mich mal eben wieder so bei euch. Ich habe gerade den 4. Strike bekommen. Ja, das muss ja bedeuten, zweimal Urheberrecht und zweimal Community-Richtlinien. Wie haben die ihm denn bitte Urheberrechtsstrikes reingedrückt, die er nicht innerhalb von kürzester Zeit entfernen kann? Weil eigentlich geht das doch bei YouTube gar nicht. Da war aber jemand sehr kreativ, krass. Also. Oh, der hat wirklich Urheberrecht verletzt. Interessant auf jeden Fall. Also für sowas interessiere ich mich immer sehr. Auf jeden Fall heftig. Meinung zu Jürgen Schardt, Alter. Kannst du mal klopfen, wo zu Hause ist? Aufwachen! Jürgen! Junge. Das wäre, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn der Kanal gelöscht werden würde, das wäre schon sehr schade. Also, mir würde was fehlen. Also, der Content, ich weiß seit 2 Wochen nie, was ich gucken soll, Alter. Das ist theoretisch auch der gesamte Reupload. Dann nach und nach. Dieses Mysterium würde einfach verschwinden. Komplett. Ja. Also da würden jetzt einige sagen, besiegt und so, wir haben gewonnen, aber also, mir würde was fehlen. Nee, das ist ja dasselbe Prinzip. Der Weg ist das Ziel. Nicht der tatsächliche Sieg. Ja, ist wirklich so. Mit allem. Mit allem. Mit allem einfach. Auch mit dem Lot. Junge. Hast du Jürgen Schardts Story über dich gesehen von vor 2 Tagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Storys vom Käfer werden mir auf Instagram nie angezeigt. Genau wie die vom Mädenvieh, von dem sehe ich auch nie die Posts. Vom Klenk. Es gibt so 7, 8 Leute oder so. Von denen werden mir weder Posts noch Storys angezeigt. Also, Algorithmus. Ne, aber einfach überhaupt nicht. Also keine Ahnung, die ich einfach nie sehe. Ich weiß nicht warum. Ruf Monte an, ja, wahrscheinlich um 7.52 Uhr. Um wen geht's? Ach, das ist nur so ein
So ein Triebtäter aus Leipzig. Wenn der Oger weg ist, müsste ich 40 Wochenstunden neu verplanen. Junge, das. Ich schicke dem Sergeant jetzt sofort das Video. Musst du dir geben. Okay. August, wenn du mir das auf Instagram schickst, dann kann ich es auch angucken. Jetzt sofort das Video. Ja, was zum Geier. Hollywood Hank, heule bitte kein Selfmurk im Chat. Danke. Vielleicht sind die Shadow Band. Nee, glaube ich nicht. Der Algorithmus. Du hast zu viele Leute und da gehen die unter, oder was? Nee, die entsprechende Reaktion auf deren Bilder war nicht intensiv genug für den Algorithmus, dass sie sagen, okay, du willst das sehen. Beim Mädelfieh? Ich sehe für dich nie was. Der schreibt mir immer, warum likest du mein Zeug nicht? Wirklich, das finde ich immer so lustig. Ja. Ich finde es einfach lustig, dass dein Vater dir schreibt, warum likest du mein Zeug nicht? Ja, das ist so. Der muss ja wirklich danach gucken, ob du dein Bild geliked hast. Ja, yeah, das ist doch süß. Ich denke mal, wenn du ihn bei dir in enge Freunde reinholst. Hier ist das Vieh. Guten Morgen. Hm. Wenn du bei ihm in enge Freunde drin bist, müsstest du eher sehen und solche Sachen. Das Vieh ist sehr eng. Junge, Arthur ist ein Bücher, du Bastard. Kilian, danke für diese Guten Morgen Nachricht. Junge. Herr August, können Sie bitte antworten? Vielen Dank. Pfandstatus? 3 Bier, 2 normale, oder? 3 Bier und 3 25. Eine Dose, eine Flasche und eine Flasche von dir. Ich weiß nur, dass Sie hier so schnell fahren. Solltest du dringend mal darüber nachdenken, deine Ernährung ein wenig anzupassen? Nein, so viele Viertel sind ganz normal. Nein. Wie hast du es geschafft, zeitweise das Abo-Limit auf Instagram zu überschreiten? Das geht dann ganz einfach. Zwei Möglichkeiten. Entweder du fragst, wenn du genau 7.500 Leute hast, den du folgst, einfach gleichzeitig 5 an oder so. Und dann nehmen die gleichzeitig alle an und dann überschreitet das kurzzeitig. Das geht aber manchmal auch nicht. Und dann das ist die zweite Möglichkeit, dass du genau 7.500 Leuten folgst und davon deaktivieren 5 ihren Kanal, reaktivieren ihn wieder und dann folgst du den Leuten trotzdem wieder. Das sind so die einzigen Möglichkeiten, wie es geht. Aber eigentlich geht es nicht, weil normalerweise auch die Anfragen dann abgebrochen werden. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, nicht erstrebenswert, das zu machen. Und schlimm genug, dass ich schon darüber nachgedacht habe. Bei 7.500 gefolgten Kanälen Junge. Kann ich auch verstehen, dass gewisse nicht auftauchen. Vielleicht könnte es daran liegen, dass man mit unserer FaceTime-Gruppe ab und zu mal ein bisschen übertrieben haben. Oh Gott, ja, wir haben uns ja noch eben. Ja, und ergänzen vielleicht an seinen Geburtstag, war eigentlich geplant, dass ich ja vorbeischaue. Aber Berlin war ja genau an dem Freitag, deswegen hat das nicht geklappt. Ja, deswegen war ein bisschen traurig drüber. Aber es war nichts Persönliches, sondern es ging halt einfach zeitlich nicht. Aber es geht zeitnah wieder nach Dresden. Gute Frage. Hey Junge, ich dachte, jetzt kommt hier irgendwas Schlimmes. Das verdammte Geschwätz dieses Hundes. Ich will diesen Mann beblasen. Trotzdem vielen Dank, Herr August. Es gibt auch Wichtigeres, August. Also, trotzdem danke. Wollen wir nicht oben lang? Ja, ich bin ein bisschen pessimistisch. Da oben waren immer Nester, Alter. Meinung zu MC Boogie. Bester Mann, Alter. Bester Mann. Real Talk, Alter. Neuen Song schon gehört mit Finch und King Orgasmus. Club Acapulco. Einfach nur schön. Einfach nur schön. Ich würde gerne auch für 30 Euro zum Happy End kommen. Und zwar bei dir. Nein. Warum nicht? Kannst du mich hier ganz entspannt im Busch abmelken? Ich bin extra da vergeben. Um das durchaus zu reden. Junge, Ruiner Wonkel, Kuhfleck, Statements werden gedroppt um 7.57 Uhr. Meinung zum San Diego Comeback. Ja, man sieht sehr eng aus. Mystisch. Mystisch? Ich habe es erst zweimal gehört. Kann mir noch kein Urteil erlauben. Ich finde es sehr, sehr mystisch, das Gesicht zu zeigen, aber auf das Bandana zu verzichten, dann aber das Gesicht wiederum zu verpixeln. Er hat sich selbst gefeatured. Ich finde es sehr mystisch. Gibt es den schärfsten Döner der Welt? Also Panda, man könnte eigentlich über alles diese Extrakte drüber schütten und das Schärfste der Welt ausmachen.
Also zum Beispiel könnte das Haar schon auf den schärfsten Jarak der Welt haben. Das würde, glaube ich, ziemlich wehtun. Ja. Kannst du dich bitte hier draufsetzen, eingeölt, und dann diesen Stamm verschwinden lassen? Nein. Ich werde dieses Stück Holz zu einem Phallus schnitzen. Meister Schaulust möchte bitte aus dem Kinderland abgeholt werden. Ja, Mann, Alter, was ist eigentlich los? Der Mann, ja einfach irgendwie Storys abfilmt, das ist wirklich sehr beängstigend. Ich glaube, er hatte mit Beef gerechnet. Beef mit Jürgen Schardt? Ja, was ist lieber Beef? Junge, er soll lieber mal seinen Himmel... Dass die Community ein Beef zwischen mir und Shinui anzetteln wollte. Och, ich würde euch schon gerne im Oktagon sehen, so ist es nicht. Du bekommst den kleinen Hammer und eine Machete. Pferd. Jo. Schärfste Schokolade der Welt klingt gut. Nee, Alter, das Video habe ich gesehen von L.A. Beast. Das ist, also das Moab, Mother of All Bars. Das ist geisteskrank. Also, das ist echt geisteskrank. Da bin ich raus. Aber wie viel? Wie bitte? Wie viel ist zu viel? Weiß ich nicht. Das sind aber 3 Schokoladentafeln. Wieso 3? Warum sollte ich mir 3 davon rein? Na, das ist irgendwie so eine Challenge. Also, das ist etwas richtig krank. Das ist, nee. Also ich habe gesehen, wie der Mann da wirklich extrem gelitten hat. Und der ist echt krank eigentlich. Ich möchte Chili-Soße von meinem eigenen Lümmel runterkauen, Junge. So schlimm, krass. Ja, also ich sag's mal so, wenn man wirklich das schärfste Produkt seiner Kategorie findet weltweit, dann ist das natürlich auch sehr krass, ja. Und die meisten Menschen haben maximal mal irgendwas, was angeblich eine Million Scoville hat, gekostet oder so. Und auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, das ist noch lange nicht das Maximum. Das geht halt noch viel höher. Und ja, die 4 Millionen Soße und so, das ist, oh, Alter. Das ist, dass sich das halt doch so krass steigern kann auf diesem Level, das ist unfassbar. Wenn so eine Schokolade halt auch so ein paar Millionen hat, das ist ja auch viel von der Menge her. Und dann verteilt sich die Schokolade im Mund und dann, hör mir auf. Bitte kein Meth im Chat, danke. Oh. Es wird zwar hell, aber von Sonne einfach keine Spur, Junge. Wie soll man da Vitamin D tanken und nicht in massive Depressionen verfallen? Supplements mit dem Vitamin D. Junge, bitte. Keine Fernsehwerbung im Job. Das Einzige, was mich hier noch bräunt und mit Vitamin D versorgt, ist die Merkursonne. Ach, das ist da alles Quatsch. Man will doch Chili-Aroma und nicht nur brennen. Ja, selbstverständlich. Also wenn man sowas sich kauft für den Verzehr und den Genuss, dann ja. Aber bei solchen Challenges geht es ja immer nur drum, hier um die Zahlen, so mehr oder weniger. Möglichst viel zu leiden. Ja, das auch. Und das hat ja wirklich mit Geschmack nichts zu tun. Der eine nur, der hat nur 3 Beine, oder? Ich dachte gerade, ich bin verblödet. Nee, es sind 2 mit 3 Beinen. Echt jetzt? Ja, yeah, haben beide nur 3 Beine. Oder irgendwie ein Bein hochgebunden. Nee, die haben echt nur 3 Beine. Du bist auch ein Bein hochgebunden, Alter. Diese Hunde haben einfach jeweils nur 3 Beine, das ist krass. Mistig. Ich hatte zwar auch nur 3 Beine, aber... nur. Junge. Hochgebunden? Wie krank wäre das denn? Warum sollte man einem Hund ein Bein hochbinden und dann noch beiden? Die sehen aus wie Windhunde, also wie. Das sind Dalmatuner. Quatsch. Ach, die hat man auf der Straße eingesammelt. In Spanien sind es Jagd- und Spruchhunde. Und sobald die ihre Leistung nicht mehr halten, die nennt man Kangal oder Gola oder irgend sowas, das sind halt, und dann werden die einfach, dann wird dann wieder was abgehackt oder die werden erschlagen oder rausgeschmissen irgendwo. Und der Tierschutz sammelt die sich ein. Das ist ja grausam. Ja. Ich weiß auch bloß, weil ich vor ihr eigentlich erst überlegt habe, ob ich mir so einen zulege, aber das ist eine Massenarbeit, die da hast du, also von Medizin und so, bla. Aber das sind coole Tiere, unheimlich schlau und sehen aus wie Windhunde auf dem ersten Mal. Ja, ja, es ist. Vielen Dank für die Aufklärung. Genau. Ja, schön. Weil man sieht das oft irgendwie. Ja, Junge, Junge, man sieht das oft, das habe ich noch nie gesehen. Junge, was zum Geier, sind so random. Menschen sind grausam.
Ja, Alter, wie krank ist denn das, Alter? Was? Warum um alles in der Welt, wenn den Hund nicht mehr... Also, den Hund einfach so auszusetzen, reicht ja nicht aus. Na klar, da muss ja noch ein Bein verlieren. Junge, wie krank ist denn das? Alter. Alter, was? Menschlich gesehen... Hey, das ist doch komplett geisteskrank. Die Abgründe des Menschen sind unendlich. Nee, das ist... Immer wenn du denkst, es kann nicht schlimmer kommen. Ja, aber das ist schon... Also ehrenwerter Mann auf jeden Fall, der sich um die zwei Tiere kümmert. Ja, natürlich, ja. Diese Decken, das sieht so herrlich aus. Junge. Alter, nee, das komme ich nicht drauf klar. Das ist ja wirklich... Ach, nee. Juicy Justin, bitte möglichst zurückhalten im Chat, danke. Das entfacht nur feurige Diskussionen. Hochgebunden, hochgebunden, Alter! Die haben das Bein hochgebunden. Das weiß ich. Geh, Elias, die sollen sich im Ring treffen und das klären. Ich habe keinen Bock auf so einen sinnlosen Beef. Beef? Hat Beef gehört? Nee, EBK und Unge. Ach so. Das geht mir echt immer schon besser. Das ist doch eher ein Ehestreit als ein Beef. Das Mullen. Sagen doch beide, dass sie sich gegenseitig lieber haben. Hundesaß macht Hunden Spaß. Henry, bitte. Maximilian Sars. Ja, sagt sie. Hast du schon mal ein Bein hochgebunden? Hochgebunden. Oh Mann, ey. Na, es gibt alle möglichen diese medizinischen Eingriffe. Und wie willst du einen Hund dazu bringen, das Bein still zu halten? Warum soll der das denn tun? Das Bein? Alter, nee, das macht mich wirklich fertig, Alter. Ich werde davon träumen, ohne Witz. Was auch? Naja, das macht mich wirklich fertig. Bekommst du mehr Stress, wenn du gegen Unge oder EBK hetzen würdest? Hetzen? Ich denke nicht, dass ich wegen irgendwas Stress bekommen würde, aber... Es interessiert doch gar keinen, wenn ich gegen irgendjemand was sage. Aber... Mehr Kopfschmerzen kriegst du auf jeden Fall bei EBK. Das glaube ich sehr... Ja. Weil seine Army mir dann massiv auf die Eier gehen würde. Aber ich werde nicht gegen den Mann hetzen, der hat mir nichts getan und... Richtig. Wenn mir jemand unsympathisch sein sollte im Internet, dann meide ich einfach seine Machwerke. Und gut ist. Also, ich bin nicht so jemand wie KuchenTV, der scheinbar seine Akkus durch solche Beefs auflädt. Also no front. Jeden das, worauf er Bock hat, aber das ist nicht meins. Unge und IBK würden 10 Tonnen Essig zuschicken, das. Ruiner Wongel, bitte keine Nummern im Chat. Vielen Dank. Chaot, bitte mal eine Zensur. Dankeschön. Meine Oma hat mir auf brutalste Art und Weise ihr drittes Bein rückt. Oh, warum lese ich das eigentlich so weit, Alter? Schon bei brutalste Art und Weise, würde ich sagen. Meine Oma! Meine Oma war. Meine. Junge. Kappa! Ein wenig, ich konnte noch. Flötenmann spielt die Flöte, ihr wisst schon wie. Wo lauft ihr eigentlich hin in die Spielu? Hallo? Was ist schlimmer, hochgebundene oder hagebundene? Na, hochgebundene, hagebundene. Junge, hochgebundene. Wohin geht es? Wann gibt es mal wieder einen Vlog aus anderen Reisezielen? Ab Mittwoch, da sind wir in Katowice. Also ich mit dem Schwein und dem Schlüsseldienst. Wie schaffst du es zu KuchenTV ins Video, ohne dass man gebannt wurde? Oder YouTube verklagt. Ich werde auf keinen Fall Beef anzetteln. Naja, Jude Frore. Also ich sollte wahrscheinlich... Du müsstest was Interessantes... Also ich müsste bei Funk arbeiten und Nee, eine interessante Serie oder so. So Seven vs. Wild. Er spricht ja immer wieder Empfehlungen aus und ähnliches. Oder ja gut, ich habe eigentlich eine schöne Idee. 7 Männer, kein Glied. Also, weil hochgebunden. Hochgebundene Glieder. Alter Lull. Oh Mann, ey. Meinung zum E-Sport. Ja, willst du dich doch eine Meinung haben?
Also, ich respektiere jeden, der mehr als 100 Kilo wiegt. Das sind alle miese E-Sportler. Ja, eben das, Alter. Ich bin selbst der letzte Penner. Treffst du gerade E-Sportler mit Pennern gleich? Nein. Die jetzt hier wirklich hier davon leben und so, das sind halt keine Penner, das sind einfach nur miese Nerds. Einfach krank. Krank, ne? Stell dir vor, du musst einfach jeden Tag 8-9 Stunden dasselbe Game zocken. Und zwar auf höchstem Niveau, nicht so wie wir einfach irgendwann. Was soll denn das jetzt heißen? Dass wir vielleicht so am Tag 20% gute Runde haben und der Rest einfach nur Müll? Guten. Lieber E-Sportler als E-Scooter, das definitiv. Lieber Scooter als E-Scooter. 80.000, das ist eine feine Sache. Also das ist, glaube ich, das vierte Mal. Herr August. Ist voll kalt draußen, Digga. Ja, deswegen sollten wir auch dringend wieder reingehen. Es gibt doch keinen geht Grund. Eigentlich von der Temperatur. Ja, meine Hand ist zwar langsam taub, gut. Aber... Deswegen wechsle ich immer zwischen den Händen. Dann kommt eigentlich Armin Meises 2.0. Das ist eine gute Frage, Pri. Mit dem neuen Album? Das kommt 2080. Ja, August, das habe ich schon gesehen. Ich dachte, ich hätte ein bisschen länger Zeit mit dem 400.000er Special Etzeler, aber das wird wahrscheinlich abgesagt. Aber ich muss es vorher noch ein paar Mal mehr ankündigen. Erst dann kann ich es wirklich absagen. Kampf? Ich dachte, in Katowice willst du beim E-Sport die 500.000 Euro abräumen. Ich wäre höchstens jemandem dabei zuschauen, wie er 500.000 Kalorien zu sich nimmt. Ich wusste, ich kenne den Namen irgendwoher. Ist das eine Meisterschaft oder was? Ja. ESL. Und so ein ESL? Ist das nie hier Hockey? Nee, ist NSL. So. Ja, ich bin jetzt nicht so bewandert, was Hundecode angeht. Ich wusste, es gibt. Peter Mann! Kennst du Peter Mann? Nee. Das ist der Staubsaugerfick. Boah, Henry. Kennst du den wirklich nicht? Ich distanziere mich ausdrücklich davon. Kennst du den echt nicht? Nee, aber ich kenne den Namen dazu nicht. Ich schicke dir dann mal einen Link. Riechst du das Ott auch? Was? Riechst du das Ott? Ja. Hier wird mies geschmökert. Hier wird genossen. Drogen sind illegal! Kampf der organisierten Kriminalität! Weißt du, warum sie illegal sind? Weil sie verboten sind. Wird dein Special aus Krasavice den Namen Special verdienen? No. Ich nenne es vielleicht gar nicht Special. Ich nenne es vielleicht einfach 400. Danke. Um den ich Leuten... Danke. Danke. Meine. Mit Doppel-G. Danke, Etzeler. Ich lösche mich einfach als Special. Der Bogenschütze. Gute Guten Hagen. Interessiert mal, was im Feld gestanden ist. An dieser Wand steht eine ganze Menge, geliebter Onkel, aber ich bin Analphabet, deswegen kann ich es leider nicht vortragen. Ja? Cannabis ist kein Brokkoli. Das ist illegal, weil es verboten ist. Das ist so richtig so. Richtig. Nur weil Alkohol gefährlich ist, ist keiner bis kein Brokkoli. Bitte benennen das Special einmal nach dem Wochentag, Alter. Wo wollt ihr denn hin? Wo ist das Ziel? Ach, nirgendwo. Die Leute wollen. Die meiden das Gespräch. Henne! Junge, das war ruhig. Das war der echte. Blumenkohl, Junge. Das. Blumenkohl. Findest du Marlene Mortler oder Daniela Ludwig kompetenter? Müsste ich jetzt ehrlich gesagt nackt werden, kann ich so nicht beurteilen. Beides Berufspolitiker. Innen. Pardon. Ist intolerantes. Ja. Ja, das. Berufspolitikerinnen. Kompetenz. Darf sich in dem Berufszweig angelesen werden und deswegen halte ich nicht so viel davon. Hast du dir schon mal was angelesen? Nee, deswegen bin ich ja hier. Lieber außen als innen. Na, außen, es geht um Meister August. Hat der echte Monte hier die 200 Abos dagelassen? Nee, ich glaube, der war besoffen. Anders kann ich mir das auch nie erklären. BBS an dieser Stelle schaut dann Knorr Tom. Ich könnte Ihnen etwas Pfand zukommen lassen, wenn Sie auf die Bautzner wechseln. Ja, die Tricks kenne ich. Dann war ich irgendwo auf im Busch, hab kein Portemonnaie, kein Handy. Nee, du. Nee.
Alode 4 heute noch nicht. Wir sind aber gerade auf dem Weg, die Bratwurst abzuholen. Mmh. 4,25. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Pizzerie. Vielen Dank für die Pizza. Hey, Peter Münchneri, Eikant Münchneri, Fentanyleri. Sorry für den Lärm, ich habe einige Leute sind aufgewacht. Peter, ja, moin. Da werden sie wahrscheinlich aufgewacht sein. Wurde die heute schon von den Bullen kontrolliert? Oh nein, die Bullen. Die Bullen. Überraschenderweise noch nicht. Meister August hat noch immer nicht gesniped, enttäuscht. Ich erst, Alter, ich erst. Der Sack des Sergeants füllt sich. Das. Wann wird wieder Pizza mit dem Klenk ausgeliefert, Alter? Nee. Nee. No. No. Habt ihr gerade eigentlich Lockdown? Noch nicht. Oder? Ist ab heute? Könnte sein, dass alles schon vergeht. Keine Ahnung, aber zu zweit darf man, glaube ich, noch spazieren gehen, wenn du weit ich weiß. Also, oder es gibt da schon ein halbes Jahr Knast. Ja, unter allen Umständen dürfen wir das. Das ist sehr schön. Nummer eins, wir gehen prinzipiell unserer Arbeit nach. Nummer zwei, wir sind zwei Haushalte, eine Person jeweils. Nummer drei, wir halten natürlich den entsprechenden Mindestabstand ein. Ja, nur wegen Geruch. Ich war extra baden vorher. Die Uhrzeit stimmt, also bei einer Inzidenz von 1000 darf man zwischen 22 und 6 nur noch mit triftigem Grund raus. Also ist ja von uns beiden nur einer positiv getestet. Ja, aber nicht in der Krankheit. Also. Achso, ja, es geht ja nur um HIV5. Hartz IV? Timu W., ich distanziere mich von Statements dieser Art. Dringend mehr Statements abgegeben. Ich krempel den Ärmel hoch, wenn es sein muss. Ich habe lange genug gelebt. Kappa! Kappa, Kappa, Kappa. Kappa, ne. Es wird dem Job des Pfandsammels nachgegangen. So sieht's aus. Welche Größe hat dein Keuchheitsgürtel? Der Junge, mein Keuchheitsgürtel ist dieses Gesicht hier. 25 Jahre ungefickt. Glückwunsch. Ja, danke, gleichfalls. Zählen virtuelle Haushalte auch, wenn euch wegen illegaler Großveranstaltungen ohne Hygienekonzept melde? Also wenn du uns jetzt meldest deswegen, dann... Genau, unser Hygienekonzept ist, dass ihr die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering ist, dass ihr näher als 1,50 Meter aneinander dran seid. Sex mit Männern. Also eigentlich sowas trifft nur in geschlossenen Räumen zu, wirklich. Also wenn da wirklich was passiert, denke ich mal. Ich habe bisher nur maximal 800 Leute getroffen auf einmal jetzt in letzter Zeit. gelbe Seiten, danke für die 25 Diamanten. Vielen Arsch. Gelbe Seiten. Habt ihr schon im Feuerwerk gekümmert in Klammern Polen? Nee. Also, ja, haben alle keinen Bock auf Arbeitsstunden, Geldbußen oder ähnliches. Sowas machen wir wirklich nicht. Also jetzt mal im Ernst. Das, nee, danke. Gar keinen Bock. Ab einer Inzidenz von 420 darf man auf öffentlichen Toiletten nur noch mit angelegten Handschuhen die Klobrille ablecken. Alter. Junge, ich habe bis zum dritten keine Schule mehr. Ja, ist so schön, weiterhin. Ja, den zu schwänzen. Hey. Graf Bukakula, ja, ich gehe nur auf die Leute ein. Ich sag doch gar nichts. Ich bin nur ein ostdeutscher Säufer. Ich habe sowieso nichts zu sagen von Substanz. Hey. Pyro is not a crime. Das ist eine Lüge. Alle Pyro-Fans und Pyromanen gehören in den Bau. Feuerwerk verpestet die Umwelt, schädigt das Gehör und führt zu sehr vielen Verletzungen. Außerdem schafft es ein sehr unsicheres Klima. Ja, das. Gehört verboten. Was will man mehr? Ja, stimmt, das ist eigentlich alles, was man sich wünscht. Michael Santos, Alter. Ehrenmann. Viel zu leise, lauter schreien. Ich glaube, das geht hier gar nicht bei diesem Handy, weil das alles runterregelt, hat man eine gewisse Lautstärke. Kriegt man leider nicht zu übersteuern, den Bums. Gorwik hat von 2004 bis 2009 unter dieser Brücke gewohnt, Alter. Hallo, die 4, bitte keine Statements im Chat. Ja, das
habe ich mitbekommen. Alles abgesperrt. Die bauen diesen Bums und dann sperren sie ihn ab, Alter. Ja, logisch. Alter, steht mit diesen hunderten Gänsen, die hier die Saat verspeisen. Vorsicht, Vorsicht, Vorrat. Bist du Dynamo oder RB Leipzig-Fan? Ich? Ja. Ich distanziere mich vom Fußball. Ich organisiere mich vom organisierten Verbrechen. Ganz anderes Thema. Komik ist immer noch obdachlos. Ja, ja, die Leute denken nur, der streamt 8 Stunden am Tag. Nein, das ist sein Alltag. Entschuldigen Sie. Können Sie interviewen? Das sind echt Gänse, Alter. Sind das nicht sonst immer Krähen und Tauben? Gänseroni, bald ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr messet euch schön fett. Bis dahin. Ja. Bleiben Sie stehen. Ich habe ein paar sehr wichtige Fragen zum Thema Bratwurst. Sind diese Versammlungen hier angemeldet? Wo sind Ihre Masken? Würden Sie bitte Ihre Ausweisdokumente vorlegen? Hallo, wurde hier Alkohol konsumiert? Bitte die Abstände einhalten. Was ist ein Fick, Alter. Wie bitte? Ja? Spielt hier eigentlich irgendjemand Killing Floor? Hallo? Hätten Sie einen Moment Zeit, sich über Jesus Christus zu unterhalten? Ist das geil, Alter. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Was soll denn das? Ja, das ist schön. Sex mit Regenwürmern. Ich werde auf keinen Fall eine Gans fangen. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Die haben sehr kleine und scharfe Zähne an ihren miesen Schnäbeln. Junge, hier liegt so viel kaputtes Leergut, da wäre ich echt traurig. Wo gibt's eigentlich die Mütze vom Sergeant? Die hat er selbst gefilzt. In einem besetzten Haus letzte Woche. Was denn? Da wurde immer mit den Brees das Sterni reinzüchst? Ich sortiere mich aus vom Besetzen von Häusern. Yeah. Ich habe kleine Zähne an meinem Lümmel, Alter. Ich bin Großgrundbesitzer. Ich bin Großgliedbesitzer. Grundgrundspray. Shamrock 100. Ins Shamrock gehen wir jetzt nicht. Das ist, glaube ich, noch zu. Lü. Oh, meine Hand ist so steif, Alter. Ah, nee, Thomas, danke für 100 Diamanten. Vielen Mastdarm. Warst du schon in jeglichen deutschen Großstädten vertreten? Ich war noch nicht in Magdeburg, ich war noch nicht in Hannover, ich war noch nicht in Nürnberg, ich war noch nicht in Bremen. Ja, Stuttgart auch noch nie. Hab schon noch viel abzuhaken, so ist es nicht. Wir wollten ja eigentlich nach Nürnberg jetzt Anfang Dezember Weihnachtsmarkt besuchen und so, aber der ist ja leider abgesagt. Shinui ist, glaube ich, trotzdem dort, soweit ich weiß. Wird der Mann euch unterhalten, leider ohne Weihnachtsmarkt. Freiberg und Freiburg war ich schon, wie du weißt. Das ist eigentlich ziemlich schön, oder? Freust du dich auf die Amazon Bushido Doku? Ich würde mich ja mal freuen, wenn die Box mal langsam rauskommen würde. Ja, das, Alter, genau das. Was soll denn bitte in dieser Doku gezeigt werden? Die Geburt von 8 Kindern. Ja, super. Also nur Front, aber warum soll ich mich auch freuen? Also ich finde seine Mucke gut, die höre ich mir immer noch an, aber so das Drumherum ist schwierig. Ist schwierig. Kindergarten. Ja. Ich muss massiv pullern. Ich hatte mal was mit Nationalspieler mit Zelda und war nicht 18. Ich hoffe, du warst jenseits der 18, schon locker 25. Alles andere wäre auch sehr mystisch. Seid ihr auf dem Weg zum Arbeitsamt? Jawohl, Budapester Straße 62. Wir kommen ab 8 Uhr. Ein kleiner Hund weggelaufen. Ja, ein kleiner. Musste mir noch einen Korn abholen. Lieblingslied von Rammstein. Das gibt's nicht. Das ist alles wunderschön. Ich habe nur ein Lieblingsglied und das bauen wir an diesem Mann hier. Henry. Hm.
Junge, Akito Anaki, Alter, Gesundheit. Was zum Geier. Was zum Geier. Schon mal in Dresden gewesen? Nee, Alter, hör mir ja auf mit dieser braunen Soße, dort gehe ich nie hin. Da halte ich mich lieber fern. Ewig gestriges Gesindel. Auf einen Wandertag am Montagmorgen hätte ich keine Lust. Ich auch nicht. Ich auch nicht. So, jetzt bitte mal kurz Plätschergeräusche einfügen, Chaot. Dankeschön. Harn. Lukas 1214, ich bin, was das angeht, überhaupt nicht up to date und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich von der Meinung dazu haben sollte, weil ich da null drin bin. Also, da fragst du echt einen Falschen. Da fragst du echt einen Falschen. Harn! Kocht die Mutti euch wenigstens was Ranziges? Welche Mutti? Von welcher Mutti sprichst du? Mark. Die Dame ist Sauerei. 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 Noch läuft das mit dem Sack ein bisschen nicht gut, dass du immer zu Hause sein kann. Das. Bekommst du in den letzten Wochen viele DMs zur Doku? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich dachte, dass das eigentlich einen viel krasseren Effekt hat, im Fernsehen ausgestrahlt zu werden mit diesem Film, aber auch in der Mediathek zu sein. Aber bis auf Stories, in denen ich markiert wurde, da ist eine Mixery-Flasche. Bis auf Stories, in denen ich markiert wurde, wo die Leute sich diese Doku reingezogen haben, eigentlich gar nichts. Also ich schaue eigentlich immer mal in meine Nachrichten und wenn irgendwas ist, dann sehe ich das auch. Also hat mich überrascht. Fernsehen ist tot. Ja, scheinbar. Ja, aber trotzdem. Auch wenn es Kinder im Fernsehen gesehen haben, also jeder hat ja dann mitbekommen, dass es das gratis in der Mediathek gibt. Online. Also. In Anführungszeichen nur der MDR. Also. Nur der MDR? Ja, aber ich hab's doch geteilt so. Und das ist kostenlos. Also, keine Ahnung. Also ich, wenn du es teilst, dann sehen es die Leute, die es wahrscheinlich schon gesehen haben. Oder? Na, die Leute, die zu geizig waren, bisher den Studenten Geld in Drachen zu schmeißen. Legitime Art und Weise. Denkst du wirklich, dass das Leute noch nicht gesehen haben, die dich feiern? Das. Ehrlich gesagt schon, weil die einzigen Möglichkeiten, das zu sehen, ja Kinobesuch. Und das sind leider nur, ich glaube 3000 oder so, die im Kinos gesehen haben. Und DVDs verkauft wurden, glaube ich, 2000, wenn ich den Studenten trauen kann. Und wie oft das bei Vimeo für 3,99 € gekauft wurde, weiß ich nicht. Aber ja, das haben viele Leute noch nicht gesehen. Also mir haben auch schon sehr viele Leute gesagt, dass sie den Film noch nicht gesehen haben. Deswegen. Das haben auch bis jetzt, glaube ich, nicht. Ich schätze mal so 50, 60, höchstens 70.000 Leute gesehen. Würde ich schätzen. Aber 100.000 nicht, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Dazu ist es einfach zu kompliziert gewesen, das zu schauen. Und irgendwo illegal zum Streamen gab es das auch kaum, weil das immer gleich gesperrt wurde. Da haben die echt gute Arbeit geleistet. Also ich schätze mal 75.000 Leute maximal haben es gesehen. Ich habe schon dreimal gesehen. Na dann 77.000. Gibt es über Gulli? Ich distanziere mich ausdrücklich. Gurken regt bitte keine Schreckgespenster im Chat. Junge, diese verdammte Baustelle ist einfach seit Anfang 2016 übrigens. Fun Fact. Aber bald? Fünf Jahre. Sieht ja langsam aus, als wäre eine Fertigstellung in Sicht. Sieht gut aus. Ja, das ist immer ein Fortschritt. Ich erinnere mich an einen Morgen nach der Maibar auf dieser Brücke, Alter. Dieser Zwischenfall hat den Baum mindestens ein halbes Jahr verzögert. Sicher? Ja, du hast recht. Ja, das stimmt, du hast recht. Ja, meine Erinnerung ist ein bisschen verwaschen. Ich werde jeden Morgen von der Doku geweckt. Alter, Peter München, da hätte ich ja Albträume.
Congratulations. Die Doku ist einfach richtig schlecht. Niemand, der dich kennt, sieht sich das an. Lull. Okay. Ja, wie entspricht nicht dem, was ihr sehen wollt? Sicher? Also das Feedback höre ich gerade zum ersten Mal. Also. Na, es entspricht nicht. Ich könnte mir vorstellen, die Leute, die Doku als schlecht empfinden, haben, denke ich, eine andere Erwartung an diese Doku gehabt. Dass sie ein etwas besser, größer aufgezogenes Video von dir. Ist es doch. Was sie halt bekommen haben, ist halt ein Blick hinter die Kulissen. Und die sind dann halt, ja, nicht ganz so amüsant. Das stimmt. Ist eher deprimierend. Ja. Die Realität aus 2017 zu sehen, das stimmt. Nö, ist okay. Also mir ist das ja egal, ob ihr das schlecht fandet. Ich hab's ja nicht gemacht. Ich habe darin nur Dünnsches von mir gegeben. Und hatte keinen Einfluss auf das, was dann letztendlich reinkommt. Q Jules, die ist an einem besseren Ort, die hat es richtig gemacht und gammelt hier nie in Deutschland rum. Squido, geliebt Onkel, danke für dein halbes Jahr. Vielen Dank. Hab mir die Doku auf DVD geholt, aber wusste am Ende nicht richtig, was ich davon halten sollte. Ich sag's dir so, wie es ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja. Du willst doch aber jetzt nach Nürnberg mit Ehrensache, oder? Was soll ich denn dort machen? Wir kriegen dort nicht mal eine Unterkunft. So alles zwei. Und dort findet ja auch nichts statt. Warum sollte man jetzt irgendwo hinfahren innerhalb von Deutschland? Da ist ja nichts los. Wir wollten da logischerweise den Weihnachtsmarkt besuchen. Also, ja. Ist ja ziemlich geistlos, dann durch leere Straßen zu laufen und zu frieren. Und dafür sehr viel Geld für Unterkünfte auszugeben, die wir nicht mehr betreten dürfen. Jo. Einfach keine Unterkünfte betreten, sondern einfach hinfahren, ja, oder gehen. Einfach im Wald schlafen oder was? Ja, einfach direkt hier nach Hause. Unter der Brücke. Hm. Ich glaube, selbst in Nürnberg sind die Brücken schon 2G. Ha, was für eine Doku geht's eigentlich? Ich habe alles irgendwie verpasst. Lord of the Toys heißt das. Da haben ein paar Studenten 2017 unser Leben gefilmt im Brennpunkt und das stieß auf massive gesellschaftliche Kritik in der Doku-Szene von irgendwelchen Studenten und alten Säcken. Kürzer kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Ja. Alode 4, ich distanziere mich ausdrücklich, denn das wird sehr teuer. Lass mal lieber. Aber wie gesagt, selbst wenn man dort eine Unterkunft bekommt, ist es doch völlig sinnlos, hunderte Euro auszugeben, damit man jetzt in einer anderen Stadt sinnlos durch die Straßen läuft. Also, ich weiß, die Leute zu sehen ist schön, aber... Wie zu etwa sagen, dass wir hier sinnlos durch die Straßen laufen? Ja. Frechheit. Da fahre ich lieber nach Polen, so wie wir es auch geplant haben und so auch machen werden, wo man wenigstens noch irgendwas erleben kann. So einigermaßen. Weil da sind die Weihnachtsmärkte offen. So gesehen eins, ja, sag mal am Hausherrn. Nein, wir fahren nicht an die Grenze. Davon distanziere ich mich ausdrücklich. Seit wann bauen die an der Augustusbrücke? Seit 6 Jahren? Ja, das ist ja wirklich so. Oder 5,5 Jahre, keine Ahnung. Also, es geht schon sehr, sehr lange. Ich verstehe auch nicht, was das Problem ist. Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, dass sowas ein paar Jahre dauert, ja, aber 5, 6 Jahre, Alter? Das Problem ist, das ist eine deutsche Baustelle. Ja, du hast es, glaube ich, hervorragend zusammengefasst. Du musst ja wirklich, wenn du von diesem Pflastertyp zu diesem übergehst, musst du ja trotzdem 10 Milliarden Mal mit irgendwelchen Leuten korrespondieren, bevor du in irgendeiner Form anfangen darfst zu arbeiten. Die Baustelle steht nur Denkmalschutz. Die Baustelle. Das? Ja, jedes einzelne von diesen gelben Dingern hier. Muss genauso stehen sein. Denkmalschutz einhalten, ja. Und das dauert dann 6 Jahre. Ja. Okay. Weil alles, was du tust, muss erstmal vom Denkmalschutz abgesegnet werden. Der Bohrleck. Yeah, Gin Tonic. Gin Tonic. Oh, 25 Cent, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, doch kein Warlock. Ich hab, das war hinter dem Stein. Also. Ich hab Warlock, es war hinter dem Stein. Yeah.
die Chinesen hätten das Projekt in 6 Monaten abgeschlossen. Du meinst 6 Wochen. Und das ist nicht mal übertrieben. Wir hätten es an einer Woche wieder durchgeführt. Ja, über Nacht. Da wird eine zweite Brücke stehen direkt. Vierspurig. Brauchst du nicht so eine Brücke? Ja. Alter, Commander Krieger hat für 166 Zuschauer gehostet. Mach du 33. Junge, ist das krank, Alter. Einen wunderschönen guten Morgen, geliebter Onkel, und vielen Dank für den Host. Und ich wünsche einen schönen Feierabend. Einfach mach du 33. Yeah, alles ganz normal. Offline gehen ist der Lifestyle, wirklich. Das ist der Lifestyle. Vielen, vielen Dank. Und herzlich willkommen an euch alle hier. Wir laufen durch die Straßen und... Wir laufen durch die Straße und haben die Nacht durchgemacht und sind schon seit 3 Stunden fast live. Junge. Und Luki 12.12.94, danke für den 9. Monat. Moin! Ich distanziere mich ausdrücklich vom Tauchschein. Ich bin da überhaupt nicht so der Typ dafür. Also nicht nur, dass ich Höhenangst habe, ich habe auch dieses massive Problem mit dem offenen Meer. Und unter Wasser, also es gibt für mich nichts Schlimmeres. Das hat auch jetzt nichts mit irgendwie einer Angst zu tun, die ich überwinden muss oder so. Das ist für mich einfach nur die absolute Hölle. Und ja. Aber ich schaue gerne zu, so vom Strand aus mit einem Cocktail in der Hand, wie andere tauchen, so ist es nicht. Tanzerboot, Tanzi ist ja immer noch hier, Alter. Ja. Als ob der sich diesen Dünnschiss zum frühen Morgen reinrendert. Du musst dir vorstellen, der Mann übernachtet in einem Wohnmobil. Braucht man dafür einen Tauchschein? Nein, aber es ist ein, soweit ich weiß, ein ziemlich unbequem. Also es gibt bestimmt bequemere Varianten zu schlafen. Und da wird man früh wach und dann ist man bestimmt dankbar für diesen geistigen Unrat von 2 Aussichts, die durch die Straßen laufen. Ja, da könnte was dran sein. Da könnte was dran sein. Ich leck dir die Wampe, bitte keine Wampen lecken im Chat, danke. Meister August, die Führerscheintheorie ist schon seit über einem Jahr verfallen. Ich habe das, glaube ich, 2018 nochmal angefangen. Und ja, deswegen mal mein Geld zurückverlangen. Guten Morgen, hätten Sie Interesse am Frühstücksfernsehen teilzunehmen? Nee, danke. Schönen Tag noch. Ein guter Mann. Ein guter Mann. Wollen Sie teilnehmen am Fernsehen? Nee. Nee. Schade, dass das Vertrauen in die Medien der Leute so gering ist heutzutage. Mann. Die machen es mir aber nicht einfach. Hätten Sie 10 Minuten Lust und Zeit? Ja. Auch ja. Es hat wehgetan. Ich hab dir gesagt, du musst ein wenig an deinem seriösen Auftreten arbeiten. Ja, aber also ich meine, auweia, echt jetzt? Was ist denn hier auweia? In meinem Gesicht? Wir entsprechen nicht ihrem Standard. Soll ich hier einen Anzug tragen oder was? Ja, ich wollte nicht von so einer billigen Kamera abgelichtet werden. Billige Kamera? Ja, die Dame braucht wahrscheinlich, um ihre volle Pracht zu entfalten. Wollen Sie Ihre volle Pracht entfalten in meiner Sendung? Ach. Brauchen die wahrscheinlich eine Red-Kamera oder so? Scheinbar, ja. So ein 6.000-Euro-Körper. Nee, weil du die DJI-Kamera nicht hast. Weil du die dieses 4D-Gimbal. Ja, stell dir vor, damit ist es schien. Weil du die eine Achse nicht stabilisierst. Die muss definitiv durchstabilisiert sein. Mann, ey. Mann. Junge, danke Max für den nächsten Lockdown. Ja, genau. Ich, der seit Anfang an das nie hatte, aber ich habe es definitiv massiv verbreitet. Ja. Das Bett hier, dein ist gemütlicher als zu Hause. Das Bett hier drin ist gemütlicher als zu Hause. Ja, das ist so ein übelstes Luxusding. Ich gehe nicht davon aus, dass das der Fall war. Der Grund war. Ich habe wirklich ein. Ich habe die Tour leider noch nicht gesehen. Okay, ich war den ganzen Tag in der Zone mit dir. Jetzt muss ich mir dann dringend noch reinziehen. Du hast 4 Bildschirme. Komm zur Ostsee, geht steil. Wir laufen. Zur Ostsee? Ja. Können wir zu meinen Eltern? Ui. Wollen wir uns auf Rügen treffen? Treffen? Du läufst und ich fahr zu, du bist trotzdem eher da. Hast du keine Angst, einen über den Dötz zu bekommen? Wieso? Wenn es passiert, passiert es. Das ist wieder Bums.
Und die Schädel legt schon aus. Hast du eigentlich so richtig mitgeschnitten, dass hier beim Platzhirsch das Gebäude fertig ist? Ich bin Dauerausscheider. Achso. Platzhirsch ist fertig. Das Restaurant, das ist geil. Das gesamte Gebäude, das macht mich irgendwie fertig. Das stimmt, das ist ja echt jetzt real geworden. Ich kenne ja noch die komplette Ruine, also wo nur das Loch da war. Ruiner Wonkel? Nee. Der Schend hat Chlamydien, Bro. Hochgebundene Menschen. Hochgebundene. Ich gucke jetzt mal, ob die hier feinste. Wow, Franzbrötchen. Schönen guten Morgen, haben Sie Franzbrötchen? Ach Mann, du. Schönes Wochenende. Franzbrötchen? Nee, das ist nichts anderes als Franzbrötchen beim Bäcker, deswegen. Na, wenn es so ist, ein echter Alkoholiker, steckt das weg. Yeah. Dann gibt es endlich die Havarie-Fortsetzung. Schenkt und schickt dem Schänder mehr verstopfende Dinge, dann wird das bestimmt irgendwann passieren. Weil der Mann meistens irgendwie alles im Klo entsorgt. Katzenscheu. Alode 4, das ist mir den Twitch-Bann leider nicht wert. Es tut mir leid und ich möchte auch nicht derartige Bewegung zitieren. Da muss ich mich dann doch etwas... Ja, distanzieren, das ist nämlich nicht so meins. Im Hellen aussieht, wenn er nicht beleuchtet ist und nicht besucht. Ja, das ist wirklich ein Trauerspiel. Der Markt! Der Markt! Osterei, die Frau hat aber herzhaft gelacht. Also, man muss seinen Humor behalten. Also ich habe das damals an der Kasse beim Edeka gelernt. Also, immer wenn ich gar keinen Bock hatte, so Montag, Dienstag, Mittwoch, habe ich den Leuten immer ein schönes Wochenende gewünscht. Und da kam immer ein Lächeln zurück. Also wer das wirklich als bösartigen Angriff auffasst oder so, da ist eh alles zu spät. Also. Aber wer es mit Humor nimmt, der lächelt und hat dann wenigstens danach ein paar Minuten irgendwelche Hormone mehr am Nischel. Wo die Kopfschmerzen dann nicht ganz so schlimm sind. Und der Kaffee dann direkt besser reingeht in die Synapsen. Die Frau mag ihren Job. Das ist ja klar, in der Bäckerei ist ja absolut geil. Wenn du ungestört bist, früher, kannst du einfach die Franzbrötchen verspeisen. Deswegen gibt es ja auch keine mehr. Sepos 94, vielen Mastern. Die geschenkten Subs. Ich küsse deinen. Schafft. Oh ja, Malefiz, danke für den 15. Monat. Freut mich, dich hier zu sehen. Grüße gehen raus an die Suffköppe von letztes. Was ist denn das hier eigentlich? City Safe? Das ist neu. Das ist, damit die Leute hier noch durchkommen können. Ist das steif? Das ist ja massiv. Junge. Das sah aus, als wäre das beweglich. Die Vorstellung, wenn du damit darauf eingeschlagen hättest. Das ist ein praktischer Aschenbecher. Hm? Sieht irgendwie so aus. Er ist an dem Papierpop vorbeigelaufen. Junge. Ich glaube, da haben wir schon reingeschaut vorhin. Warum stehst du denn so auf Franzbrötchen? Lul. Wie viele Schritte habt ihr heute schon? 16.000 und ein paar Zerkötze. Solche Witze sollte man nach der Love Parade damals nicht machen. 16.639. Wild. Genau 3 Stunden. Zeit ist auch vergangen. 8 Uhr irgendwas und 725 Zuschauer oder was? Ja, das ist beängstigend. Gut, schön. Alter, Meister August, der haut mal wieder einen raus. Ich zitiere, der Sergeant demonstriert gleich mit den veganen Europäern für die Salamisierung des Abendbrotes. Das tut weh, aber ist irgendwie auch genial. Ich denke mal, der Mann hat eine Viertelstunde dran geschrieben. Die Salamisierung des Abendbrotes, Alter. Oh mein Gott. Wohin reist ihr? Ach, das ist echt eine gute Frage, Alter. Ich versuche bei Commander Krieger gerade meinen Tauchschein zu machen. Alter, diese Tote ist episch. Aber ich finde eigentlich frech. Das Hartschen ist anders in deiner Gegenwart. Wirkt alles gespielt. Ja, stimmt, eigentlich ist das ja auch gar nicht. Das ist Natalie. Was? Ich wirke anders in deiner Gegenwart? Wer sagt das? Warte. Tiny Friendly Ghost. Hat bestimmt damit zu tun, dass ich massiv müde bin. Ja, der Mann kriegt kaum gerade einen Satz raus und das ist ja anstrengend zu sprechen. Ja. Zählt das für dich als Pfand oder ist das zu kompliziert? Nicht. Gibt es einen Laden, wo man das abgeben kann, ist die Frage. Simmel. Der Simmel? Und der Rewe am SB1 müssen das beide, glaube ich, nehmen. Aber Simmel auf jeden Fall. Simmel hat die im Angebot.
Ja, doch, doch. Wenn die nie im Angebot sind, nehmen die die trotzdem an. Ich bin Atheist und das wird doch so bleiben. Ich glaube nur an den Pfand. Die Lehre des Lehrguts. Hörst du rein an der JVA-Besuchung? Vielleicht unfreiwillig für ein paar Jahre, man weiß es nicht. Gummo. Wie die Buden alle wieder abgebaut werden müssen. Ja, das ist wirklich... Was soll ich dazu sagen? Ich werde auf jeden Fall reduzierten Glühwein aufkaufen in rauen Mengen. Ja, man muss irgendwie alles... Um Restposten abzugeben. Ja, was soll ich dazu sagen? Das System ist eigentlich nichts zuzufügen. Es muss leider alles wieder abgebaut werden. Naja, vielleicht nächstes Jahr. Glück haben. Sergeant ist mächtig, Sergeant ist groß, 1,50 Meter und arbeitslos. Ich bin 1,81 Meter, der Rest stimmt. Hagebutten. Oha, das sieht ja traurig aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du den Weihnachtsmarkt meinst oder uns, aber beides auf jeden Fall korrekt. Mir fehlt einfach der Sattel. Oder ist es das Fahrrad vom Gesundheitsminister? Dann gehst du mal mit dem Gender Pfand sammeln. Ja, Junge, ich glaube nicht, dass es dem Mann gefällt. Und ich darf ihn auch leider auf dieser Plattform nicht zeigen. Lül. Oh, ich habe langsam Schmerzen. Junge, dieser Mann. Hat geschwitzt. Alter, ich bin so fertig im Kopf gerade. Einfach 8.45 Uhr, ich bin richtig durch. Ja, da kannst du jetzt endlich mal schlafen. Was bringt mir das, wenn ich 8:45 oder mit der 9:30 pennen gehe, Alter? Das schickt ja den Schlafrhythmus noch viel mehr. Yeah, das ist doch kacke. Gut, Frage an den Sergeant. Kommen die Arbeitslosenüberweisungen pünktlich? Die Arbeitslosenüberweisungen kommen nicht pünktlich. Ich bekomme keine. Winkel. Einfach nur Winkel. Ruine, Wongel. Ist der Schänder gebannt? Da kannst du ihn drauf lassen. Bre, seit mehreren Jahren. Leider Gottes. Wie gesagt, wegen massiven Suffs und anschließend im Zeigen der Genitalien. Nee. Zeit für McDonalds. Bah, Alter. Ich habe jetzt nie vor, mich zu vergiften. Eigene Meinung. Ich habe nur meine eigene Meinung unsachlich geäußert. Das muss man ja heutzutage dazu sagen. Das wird mir direkt abgemahnt. Nee, guck mal, die machen massive Selfies vor dieser Scheibe. Was denn? Eine Fotobombe? Foto. So wie die geguckt hat, würde die lieber dich zerbomben, Alter. Henry. Ja, komm, du bist schon ein schmackhafter junger Mann. Ich distanziere mich ausdrücklich davon. Ich bin kein schmackhafter junger Mann. Ich bin kein Objekt. Für mich bist du eins. Das ist unglaublich untaktvoll. Ich stufe dich herunter auf deine sexuellen Fähigkeiten. Alles andere ist mir scheißegal. Du, eine absolute Frechheit. Das ist so unzeitgemäß. Dieser Mumpitz. Geistiger Lulli. Ich bin so fertig im Kopf, Alter. Ich bin richtig durch. Oh. Sexueller Lustmolch. Das. Sexueller Lustmolch. Oh nee, Henry, Vorsicht, Vorsicht. Diese Männer sind sehr wütend. Deswegen. Mahlzeug. Ja. Bist du noch wach oder schon wach? Noch. Noch. Wir werden noch wach bleiben wahrscheinlich. Ich werde das nicht, sobald ich zu Hause bin, schlafen. Bitte keine McDonalds-Pflicht einführen, danke. Also, das ist mir die andere Pflicht dann noch lieber. Nein, Meister August, aber ich habe den Sergeant schon oft in unangenehme Situationen gebracht. Ach Quatsch. Pennen oder durchmachen, das entscheidet sich in den nächsten Stunden. Pennen. Pennen.
Und wann stehst du dann auf? Ja? Okay, mach nicht wach werden halt, ne? Du gehst dann jetzt irgendwann pennen und stehst dann irgendwann auf. Dein Ernst? Junge, das ist so. Ich bin wieder ein arbeitsloses Schäufer. Die Eventszene ist gibt. Du stehst dann irgendwie so um 7 oder so vor dort. Oder um 6. Je nachdem, wann ich wach werde. Alter, dieser Lifestyle. Das ist kein Lifestyle. Das ist halt eine traurige Realität eines jeden, der jetzt aufgrund von der derzeitigen Situation nicht arbeiten kann. Ja, das. Geht's gleich. Ja! Oh, Junge! Mensch! Mein Herz! Alter, ist das geistig. Ja, ich bin gerade wirklich massiv erschrocken, Alter. Oh. Alter. Was? Direkt zum Übergang. Jetzt haben wir die Rotphase versäumt, die Grünphase. Wieder, Alter. Ich bin auch schon seit 20 Uhr wach, Alter. Yeah. Tierblume, mal Zeug verdienen. Milch, Fett. Boden. Danny Smitzer, ich distanziere mich. Hast du deine Geldbörse noch? Ich distanziere mich ausdrücklich von der Notwendigkeit, jetzt nachzuschauen. Keinen Grund dazu. Keinen Grund. Sergeant würde gerne heute vögeln. Er hat schon einen stehen. Man kann es von hier aus sehen. Eine miese Beleidigung. Hast du wirklich einen stehen? Alter, meine Hände sind so kalt, Alter. Ich kann das langsam nicht mehr halten, Alter. Scheiße, das tut richtig weh. Boah. Bitte sag, dass das nicht von mir war. Gut, ne. Das war aber von dir. Irgendwann sprechen wir uns noch. Und dann gibt es keinen Kaffee und Kuchen. Aua! Ah! 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 Oh, oh, oh mein Gott, wie kann man so dumm sein? Ah, es hat weh, Alter. Ich habe ja voll das Handy mit der Kante gegen, also die Lippe und zwischen Zahn die Lippe. Oh, oh, das schmeckt ekelhaft. Wie schön auf diese spitzen Zahn. Oh, Junge. Ja, das ist wahrscheinlich die Rache dafür, dass ich den Onkel immer damit so attackiere. Oh Mann, ey. Arbeitsunfall, das zahlt die Gewerkschaft, Junge. Wo ist der Koma-Kasten? Der ist in die Hooligan-Szene abgerutscht und sich aus dem Internet distanziert. Das heißt abgerutscht halt, sitzt da drin. Oh, Alter. Oh, die Liebe ist eh schon so übelst oft geplatzt, Alter. Jetzt schön. Mit dieser Kante, mit diesem schweren Ding, der volle Kante hier so. Ich hoffe, das fandet ihr wenigstens einigermaßen amüsant. Wir sind hier, ich guck mir dann die Clips an, Alter. Da bin ich ja wirklich gespannt. Anderson verliert Zahn. Mehr Schmerz, bitte den Schmerz. Wann besuchst du Tobi TV? Sobald der Mann mir seine oberen Schneidezähne geschickt hat, dann werde ich ihn besuchen. Das ist definitiv ein fairer Deal. Du absolutes Rindvieh. Geil! Ja, ich, einfach ruhig. Statement zu Kopfschmerzen. Ich habe momentan keine Migräne. Wir können halt gerne Sex haben. Grimjoe, Jagger Jack, mein Schatz. Was ist das für ein Blaubaugebäude? Das ist der ehemalige Wörl gewesen, der jetzt hier neu aufgebaut wird. Was hier entsteht, das weiß auch nur der Geier. Der Geier! Der Pleitegeier. Der Gänsegeier. Der Eiergeier. Den gibt's wirklich. Den gibt's wirklich, Google. Der hat so einen gelben Schnabel, ist ganz klein und weiß. Ja. Der Eiergeier.
Irgendwie bei mir geht's. Sorry, Alter. Ja, Eiergeier. Eiergeier. Wohin geht die Reise? Zum Eiergeier. Der Schmutzgeier. Der hochgebundene Geier. Hochgebundene. Zum Geier ohne Eier. Dieses Nest an Fahrrädern, Alter. Ich würde damit gern Domino spielen, aber während die Aufnahme läuft, ist das leider zu vermeiden. Der Geier. Der Pfandgeier. Genau, da bin ich. Ich bin der Aasgeier. Junge, der Aasgeier. Das Ding so. Meine Stimme so im Arsch. Wo kann man jetzt hier nur frühstücken, ne? Ich weiß nicht. Gnädige Frau, das ist ein ganzes 5 Kilo schweres Stück Deli-Schinken. Es hat keine Knochen, Fett oder Bindegewebe. Es ist eine Verschmelzung des Fleisches mehrerer Schweine. Emulgiert, verflüssigt, abgeseiht und schließlich unaufhaltsam zu einem unheiligen Fleischobelisken verbunden. Gott hatte keine Hand bei der Schaffung dieser Abscheulichkeit. Was, Bruder? Eis, bitte reißen Sie sich im Chat etwas zusammen, danke. Nee. Die Tatsache, dass dieser Schinkenmonolith existiert, beweist, dass Gott entweder ohnmächtig ist, sein Universum zu verändern oder sich den Schrecken seines Königreichs nicht bewusst ist. Dieses Schweineprisma ist mehr als nur Feinkost. Es ist eine physische Erklärung der menschlichen Verachtung für die natürliche Ordnung. Es ist die Manifestation des Hybrids. Wir haben auch eine salzärmere Sorte, wenn Sie diese bevorzugen. Was liest du da? Das ist eine gute Frage. Meister August, meine lyrische Antwort an den Sergeant. Wenn ich mich in das Sergeant-Gefäß verliebe, klappe ich das Berett zur Seite und bunke Ott in seiner hohlen Rübe. Er ist ein mutiger Krieger auf strammer Pfandtour. An seinem Kragen klebt das Ergebnis von einer Max-Intimrasur. Wenn man ihn aufdreht, kann er noch meilenweit ziehen, aber dafür bräuchte er erstmal Koffein. Hast du mich gerade hohl genannt? Der Weihnachtsmarkt ist hochgebunden. Der Hobby, ich distanziere mich ausdrücklich von diesen massiven Vorwürfen. Ich habe extra mit etwas Rattenkotze verhütet. Hagebuddene! Ich kann nicht mehr, Alter. Ich mache jetzt Feierabend. Meine Hände sind so kalt, ich kann das Ding echt nicht mehr halten. Ich würde dann weitergeben ins Studio aus dem Wohnheim, Wohnwagen. Ist der mein Live? Ja. Yeah. Woher weißt du das? Weil ich eine Benachrichtigung auf dem Handy bekommen habe. Hagebuddene. Oh, ich kann nicht mehr, Alter. 3 Stunden geistiger Mumpet. 3 Stunden 13 Minuten. Dass meine Hände das so lange mitmachen, Alter, das ist irgendwie... Oh, aua, aua, meine Beine tun so weh. Oh. 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 Lol, mein Akku ist einfach fast... Ich hab mich schon gewundert. Ja klar, Junge, ich bin... Das wäre jetzt jeden Moment ausgegangen gefühlt. Bei 20% schaltet er mal ab. Aua. Oh, Junge. Ey, meine Hand ist taub. Yeah. Ich brauche noch eine Minute, sonst kann ich hier nichts eingeben. Oh. Oh, das ist ja ekelhaft. Uff. Ey, das ist kein Gejammer, Alter. Das ist echt... Sheesh. Ich möchte mich massiv bei euch bedanken. Für diesen echt geilen Stream zum frühen Morgen. Ich verspreche euch, das euch nicht nochmal anzutun demnächst. Also ich hoffe, dass der Empfang gut ist in Katowice, weil dort will ich eigentlich jeden Tag mal mindestens so 2 Stunden durch die Stadt laufen, wenn es nie regnet. Und bei Helligkeit. Das wäre sehr schön. Und da sehen wir uns da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß auf dem incestuösen Zeltplatz in einem vollgeschissenen Wohnwagen. Ey, B, das ist einfach am Start.
Du miese Ratte, und du wolltest nicht mit uns zocken? Alter. Ja, ich will mehr streamen. Aber ich will auch nur dann streamen, wenn ich Bock drauf habe. Weil ich habe keinen Bock, immer wie so ein depressiver Bastard hinter der Kamera zu hängen. Ja. Momentan ist eine echt miese Zeit. So, weißt du, was ich meine? Ich krieg halt einfach keinen Hauch. Mit diesen Worten werde ich den Stream beenden. Nee, Spaß beiseite, ich habe euch echt lieb. Und bis bald, Rian. Ich habe mich voll geschissen.